Hallo, hier ist Alexander Gottwald. Ich sitze hier heute mit Frau Dr. Käthe Niederkirchner aus Berlin. Sie ist Kinderärztin und Therapeutin und arbeitet ganz viel mit den Kindern, die ja von der einen Seite heute gerne ADS oder ADHS-Kinder genannt werden und gerne medikamentös ruhiggestellt werden. Und auf der anderen Seite werden sie ja gerne auch idealisiert als Regenbogenkinder, Kristallkinder, Indigo-Kinder und so weiter. Käthe, erzähl doch mal, was machst du da genau? Ja, zuerst einmal arbeite ich natürlich in meiner Praxis jeden Tag ganz normal mit allen Durchschnittskindern, mit allem, was so an Erkrankungen kommt. Aber meine Lieblingsbeschäftigung sind eben Kinder, die ihre Eltern letzten Endes bis zur Weißglut bringen und an den Rand des Abgrunds schieben und das mit den Lehrern und mit ihrer Umwelt auch immer so machen. Ich war auch so ein Kind. Ich finde die ganz besonders spannend und interessant, weil sie natürlich eine Herausforderung sind. Aber meine Erfahrung ist, dass das Kinder sind mit einem besonders weiten und gut und großen Herzen, mit einer Wahrnehmung, die ganz groß, breit, intuitiv ist, die wirklich so, wenn du so willst, in den Kosmos strahlt. So ein Gefühl habe ich immer und so ein Feedback kriege ich von den meisten dieser Kinder auch. Und deshalb sind sie mir so ans Herz gewachsen und deshalb engagiere ich mich für sie auch so sehr, weil ja im normalen Leben werden sie an den Rand gedrängt. Die werden möglichst, wir haben viele davon wollen, sollen aus den Einrichtungen überall weg, weg, weg. Sie sollen artig sein, sie sollen artig sitzen. Und sich praktisch nicht nur integrieren, sondern sie sollen eigentlich funktionieren. Und das ist nun etwas, wo ich sage, dass das eine Katastrophe ist, wenn dieses Potenzial, diese Kinder mit diesem ganz besonderen Potenzial so diszipliniert werden sollen. Und dass es natürlich schwierig ist in einer Klasse mit 25 Kindern. Wenn du drei davon drin hast, dann bist du als armer Lehrer ganz schön in Schwierigkeiten und dort auch allen, ob das Lehrer sind, ob das Therapeuten sind oder ob das die völlig hilflosen Eltern sind, sind mir eigentlich wichtig, ihnen zu helfen, diese Herausforderung mit diesen Kindern zu meistern. Und ihren Kindern und sich selbst etwas fürs Leben Gutes zubereiten, um letzten Endes wirklich glücklich sein zu können und in seinem Potenzial sein zu können. Also das zeigen zu können, was man tatsächlich auch kann. Und das ist so meine Lieblingsbeschäftigung. Ja, wunderbar. Und dann schauen wir doch mal, was in der Tiefe in deinem Potenzial hier heute noch sichtbar werden will. Und du hast ja auch vorhin schon erzählt, dass du ein Projekt vorhast, eben gerade für diese Kinder. Und Ja. dann schauen wir auch mal, was 2013 in der Richtung so angezeigt ist. Okay, legen Ja, wir mal genau los. deshalb bin ich zu dir gekommen, um auch wegen dieser Geschichte ein bisschen mehr Klarheit zu bekommen. Prima, legen wir mal los. Okay, wir schauen uns also heute das Horoskop von Dr. Käthe Niederkirchner an. Und ich schaue dazu ja mal erstmal, wo ist der Bereich des bewussten Ich? Und bei dem fällt uns ja bei dir schon gleich was besonders auf. Und zwar geht ja dieser Bereich also erstmal vom 8. Haus, also zwischen dem 8. und 9. Haus und eben hier bis runter zum Ende vom 5. Haus. Wir sehen also in deinem Horoskop ja eine deutliche
Diskrepanz zwischen diesem riesigen Bereich des Herzchakras und dem relativ kleinen Bereich des Solarplexus. Und das fand ich natürlich jetzt sehr interessant, dass du vorhin vom großen Herzen dieser Kinder gesprochen hast. Denn hier sieht man auch einfach schon mal dein großes Herz für was auch immer. Also auf jeden Fall sieht man da, dass der Bereich Herz bei dir einen sehr, sehr großen Bereich einnimmt in deinem Horoskop und zugleich natürlich auch gegenüberliegend der Bereich des Wurzelchakras. Denn diese beiden sind einfach korrespondierend und sie sind das ja auch von den Planetenenergien her. Denn zum Bereich Herzchakra gehört im Ursprung ja Mars und Venus und zum Wurzelchakra gehören auch Mars und Venus. Also das heißt, wir haben in beiden diese Polarität, männlich-weiblich, aktiv-passiv, Yin-Yang. Also das ist eigentlich die Thematik, die ja sowohl zum Wurzelchakra, also mit Widder-Stier, als auch zum Herzchakra eben mit Waage, Skorpion eben dazugehört. Und die Größe der Häuserbereiche deutet natürlich an, welchen Raum diese Bereiche einfach auch in deinem Leben einnehmen. Das heißt also, es geht dabei um wirklich diesen Bereich der Luft, mal die Elemente zuzuordnen. Also das Herz ist ja das Element Luft und es geht um das Element Erde, was eben das Wurzelchakra repräsentiert. Und zum Herzen gehört eben auch der Bereich des bewussten Denkens. Und da kommen ja auch dann diese Kinder nochmal ganz neu ins Spiel und auch deine Faszination dafür wird auch in diesen, eigentlich schon in diesem Bereich hier sehr, sehr sichtbar. Und dass also diese beiden Chakren einfach Themen anzeigen, die für dich sehr im Vordergrund stehen, das wird auch durch die herausragende Aspektfigur im Horoskop sichtbar, was hier diese Opposition zwischen Sonne und Pluto und Mondknoten und die darum sich rankende Drachenfigur anzeigt. Ja, also das ist eben wirklich hier ja zwischen dem Herzchakra, da hast du halt Pluto und eben auch den aufsteigenden Mondknoten und hier unten im Wurzelchakra hast du die Sonne stehen. Das und eben die Drachenfigur zeigt eben einfach an, wo auch etwas sich abspielt, was sehr, sehr viel Energie hat. Und ich meine, Pluto hat sowieso viel Energie. Und wenn der Pluto mit deinen aufsteigenden Mondknoten zusammensteht, zeigt das natürlich nochmal an, dass diese Thematik etwas ist, mit der du dich einfach in diesem Leben auseinandersetzen willst, auch aktiv. Das heißt, da willst du wirklich auch was für dich lösen, was in Gang bringen. Und dass die Pluto-Thematik ist ja sehr, sehr stark ausgeprägt, auch gerade bei dieser Thematik mit diesen Kindern. Denn zum einen gehen sie der Gesellschaft auf den Geist und zum anderen geht ihnen auch die Gesellschaft ja auf den Geist. Und Richtig. das hat ganz viele Ebenen von Macht, die da getriggert werden. Also Genau. diese Kinder, die du vorhin angesprochen hast, wenn da einer drei von in der Klasse hat, also ich war selber mal eins von bestimmt zwei, drei solchen Kindern. Also wir hatten so, gerade in der 8. Klasse erinnere ich mich, da galten wir so als die Problemklasse schlechthin und wurden Schulkonferenzen abgehalten und alles, um uns irgendwie in den Griff zu kriegen. Und dass die Thematik Macht und Ohnmacht ist ja was sehr, sehr Zentrales, einfach im Pluto. Und das ist einfach ein Lebensthema, was du dir ausgesucht hast durch diese
Mondknotenposition. Ja? Also diese ganze Drachenfigur wäre eh schon stark, aber da steht auch noch dein Mondknoten direkt an der Spitze mit dabei. Das heißt, Ja. das ist also wirklich ein Thema, was du, also da willst du den Kelch wirklich austrinken und sagst eher noch so, schenk noch mal nach. Und Ja. das ist wirklich das zentrale Thema in diesem Horoskop. Und es ist halt auch interessant, dass alle drei äußeren Planeten bei dir an dieser Drachenfigur beteiligt sind. Denn also ich deute ja die äußeren Planeten ein bisschen anders, als das viele andere Astrologen tun. Ich sehe die äußeren Planeten als Stellvertreter der drei Selbste. Also Ja. den Neptun, den sehe ich als Entsprechung des bewussten Ich-Bereichs, also Herz und Solarplexus. Und denn es wird ja oft gesagt, der Neptun verschleiert auch und das tut er auf einer gewissen Ebene eben auch. Und zwar verschleiert er den Zugang erstmal zur Anderswelt und ist aber zugleich natürlich das Tor zu dieser anderen Welt. Und Ja. das heißt, wenn wir einfach nur in diesem bewussten Denken und Fühlen drin sind, dann haben wir ja relativ wenig Zugang zu dieser anderen Welt. Insbesondere wenn dieses Denken und Fühlen stark konditioniert ist und eben Ja. wir gar nicht so bewusst sind, was wir da so denken. Wir denken, ich denke, aber eigentlich ist das, was halt der Vater gesagt hat oder der Fernseher oder wer auch immer. Und das heißt also, diese Verschleierung erstmal zu erkennen und dann auch bewusst durch diesen Schleier hindurchzutreten, das ist Neptun. Und das ist eben der Bereich des bewussten Ich. Der Bereich des Unbewussten, des Unterbewussten, der unteren Welt, je nachdem aus welcher Perspektive man diesen Bereich sich anschaut, das ist Pluto, also der Hüter, der Herr der Unterwelt. Und da geht es eben auch um die körperlichen Thematiken, einfach erstmal darum, auch überhaupt sich einzulassen auf das Inkarnieren, damit natürlich auch sich einzulassen auf Sterblichkeit, sich einzulassen auf Themen, die man eben auch in diesem Bereich dann körperlich erfährt, die ja auch was mit Macht und Ohnmacht zu tun haben. Und im hohen Selbst finden wir dann eben den Bereich des Geistigen und da herrscht der Uranus. Also da geht es um die geistigen Impulse, die Inspirationen, die plötzlichen Einsichten und all das eben, was dem Himmel zugeschrieben wird. Und der Uranus ist ja auch im Griechischen, also in der Mythologie, geht es ja um den Himmel und die Himmel und die Sphären des Himmels auch und so weiter. Und das heißt, wir haben also diese drei Bereiche in diesen drei äußeren Planeten repräsentiert, die ich also auch nicht den Zeichen zuordne, wie das in der zeitgenössischen Astrologie gemacht wird. Und diese drei haben wir ja hier an der Spitze praktisch dieser Drachenfigur, also in diesem oberen Dreieck. Da steht hier links oben steht der Neptun, im 9. Haus, da im 5. Haus hier steht der Uranus und der steht eben auch nochmal wieder zusammen mit zwei Begleitern. Das schauen wir uns natürlich auch gleich noch an, also mit Mars und mit Vesta. Und dann haben wir an der Spitze eben den Pluto, der eben zusammen mit den Mondknoten steht. Und das Ganze eben dann nach unten aspektiert hier zur Sonne. Das heißt, da ist natürlich wirklich eine gewaltige Energie, die da wirkt. Und das Ganze wird noch verstärkt, auch durch den Mond, der hier ja auch nochmal so ein
zusätzliches Aspektdreieck hier bildet. Ja, also der hat ja auch noch mal, der liegt ja quasi direkt auf der Halbsumme zwischen Uranus und Sonne. Und außerdem liegt der auch noch im Trigon ja zum Pluto. Und ja, er bildet ja selbst auch noch mal wieder eine weitere Drachenfigur. Das ist ja wirklich sehr, sehr dicht hier bei dir. Also, und zwar ja mit dem Neptun. Also hier, wo eben Uranus, Sonne, Neptun und an der Spitze eben der Mond beteiligt sind. Das heißt, du hast zwei Drachenfiguren, wobei ich also die noch etwas stärkere würde ich eben den Bereich hier sehen mit Pluto, Sonne, Mondknoten. Aber es gibt eben, wie gesagt, hier noch eine zweite Drachenfigur, die eben natürlich auch nicht ohne ist. Und es ist natürlich auch interessant, dass die Polarität Sonne-Mond hier ja auch drin enthalten ist. Das heißt, wir haben eine Drachenfigur, bei der steht der Mond an der Spitze, und wir haben eine Drachenfigur, bei der steht die Sonne an der Basis. Ja. Also es ist allein das schon mal vorweg, es ist sehr, sehr viel Kraft einfach in diesem Horoskop. Und das wird natürlich auch nochmal verstärkt. Hier ist noch ein T-Quadrat im ersten Haus mit der Venus, die ja hier mit Neptun und dem Mond jeweils im Quadrat steht. Das heißt, da kommt nochmal zusätzlich Energie mit rein. Und genau, und jetzt gucken wir mal im Detail rein in dieses, erstmal in dieses Herzchakra hier. Da haben wir also hier den den Quaoa als Einstieg, was für mich wunderbar zu dieser ganzen Thematik mit Kindern arbeiten, und du sagst, weit in den Kosmos hineinstrahlen. Das waren Worte, die du vorhin im Zusammenhang mit diesen Kindern gebraucht hast. Ja. Ne? Und ich würde das aber auch als Wechselwirkung sehen, also dass auch der Kosmos da weit in diese Kinder hineinstrahlt. Ne? Also das, und ich habe da vor, ich weiß nicht, 2 Jahren schon mal, hatte ich mal ein Video gemacht auf YouTube, wo ich diese ganze Thematik Indigo-Kinder, Kristallkinder und diese Idealisierung, wie sie so von Leuten wie dem Lee Carroll oder so betrieben wird, so ein bisschen hinterfragt habe. Und denn, also ich kenne diese ganze Symptomatik von mir selber. Also damals gab es noch nicht die Begrifflichkeit ADS oder ADHS. Mich nannten sie halt Zappel-Philipp, ne? Als ich zur Schule gegangen bin. Und ich kam mit 5 in die Schule, und weil sie mich im Kindergarten auch nicht mehr gebrauchen konnten, und war dann irgendwie Klassenbester und mit 5 und hatte dann aber auch irgendwie keine Lust, da mal rumzusitzen. Und wenn ich dann irgendwelche Aufgaben fertig hatte, bin ich dann aufgestanden und in der Klasse rumgelaufen, und das durfte ich natürlich nicht. Und naja, dann waren so pädagogische Mittelchen wie in der Ecke stehen und vor der Tür stehen und nachsitzen, und diesen ganzen Käse, den kannte ich also von Anfang an. Und also ich gehe einfach davon aus, dass es immer schon auch solche Kinder gab, die irgendwo vielleicht ein bisschen offener waren für bestimmte Dinge und die auch vom Elternhaus her halt noch nicht so zugeknallt und traumatisiert waren, dass sie eh nichts mehr mitkriegen, schon wenn sie zur Schule kommen. Und dass also die Tatsache, dass es jetzt bewusster wird, wunderbar ist,
Aber dass es wichtig ist, eigentlich auch das in diesem Gesamtkontext zu sehen. Und der ist für mich durchaus auch ein astronomischer und astrologischer, weil eben wir ja in diesen letzten 12 bis 15 Jahren ziemlich viel Neues über unser Sonnensystem rausgefunden haben. Und das ist ja eigentlich auch der Ja. Zeitraum, in dem diese Kinder immer mehr in den Mittelpunkt gerückt sind. Also, Genau. ja, das finde ich, Ja. korrespondiert eben schon auch miteinander. Und insbesondere eben, dass man begonnen hat, eben auch in diesem transneptunischen Bereich, also das, was so astronomisch Kuipergürtel genannt wird, dass man da angefangen hat, eben auch mehr zu differenzieren und eben auch mehr Objekte wirklich lokalisieren und auch benennen zu können, also auch die Größenordnungen so ein bisschen erkennen zu können. Und eines dieser Objekte ist eben der Quaoar. Und der ist ja benannt worden nach einer spirituellen Entität, sagen wir mal, Gottheit im weitesten Sinne, einer indianischen Kultur, die in der Region beheimatet war, die heute Kalifornien heißt. Und diese Wesenheit war eine im Grunde reine Bewusstheit, die auch noch ohne Geschlechtszuordnung war. Und aus dieser reinen geistigen Bewusstheit sind durch Gesang und Tanz, also ein Gesang und Tanz des Bewusstseins sozusagen, die Göttinnen und Götter hervorgegangen, aus denen dann auch die ganze Schöpfung und so weiter entstanden ist. Also wir haben hier also eine Ebene, wo es um reines Bewusstsein und reine Kreativität auch geht. Und ich finde, also es gibt wohl kaum was solche Kinder besser beschreiben könnte als das. Ja? Und dass das einfach da Ja. ein kreatives Potenzial auch wirkt, was eben in diesem gängigen System ja praktisch nicht gefragt ist, wo es ja einfach nur darum geht, ja, hinsetzen, Schnauze halten, auswendig lernen. Und dass eben diese Qualitäten eigentlich überhaupt nirgends auf dem Lehrplan stehen. Ja? Auch nicht in der gängigen Genau. Religion, noch nicht mal im gängigen New Age, was ja auch im Wesentlichen autoritäres Reproduzieren von vorgekautem Zeug ist. Also Ja. da Genau. schwingt ja das Katholische oft so Das derartig an mit. der Seite. Ja? Das heißt also, wir haben hier wirklich eine Energie, die direkt am Eingang ja deines Herzens, also in dem Moment, wir haben hier diesen Punkt, diesen Inkarnationspunkt. Und das heißt, das Erste, was dir da als Einfluss begegnet, ist eben dieser Quaoar. Und das ist also einfach eine Energie. Ich meine, das musst du dir ja auch einfach mal so auf der Zunge zergehen lassen, die zu dem Zeitpunkt, als du geboren warst, wusste noch nicht mal jemand, dass es sie überhaupt gibt. Ja? Und denn Quaoar wurde entdeckt, Ja. erinnere mich nicht ganz genau, aber irgendwas zwischen 2000 und 2003, also ich glaube 2002 oder 2000, ja, ich glaube in dem Dreh. Also, das heißt, diese Entdeckung hat natürlich auch immer etwas damit zu tun, dass bestimmte Bewusstseinsbereiche des Menschen überhaupt erst sichtbar werden, dass sie wahrnehmbar werden. Das hat sich ja auch in der Vergangenheit immer schon gezeigt. Also wenn neue Planeten entdeckt wurden, also wie das ja 1784 mit Uranus der Fall war, wie das dann um
1850, ich vergesse das immer wieder, wann der Neptun entdeckt wurde, aber da ist ja auch was passiert. Also dieses ganze Zeitalter der Romantik und auch diese ganzen spiritistischen Dinge, die auf einmal kamen, Magnetismus und Spiritismus und so weiter, Seancen und dass man also so eine Art Zugang zu dieser anderen Welt auf einmal auch entdeckt hat und auch danach gesucht hat. Und dann natürlich der Pluto 1930 entdeckt, die Entdeckung der Kernenergie und faschistische Regime und so weiter, was da dem dann zugeschrieben wird auch. Also wir haben immer eigentlich mit der Neuentdeckung von Himmelskörpern auch eine Veränderung im Bewusstsein des Menschen erlebt. Und Ja. eben auch wirklich auf so einer kollektiven Ebene. Und da ist eben seit 2000 eben wirklich sehr, sehr viel passiert. Also da ist ja nicht nur der Quaoa entdeckt worden, sondern wir werden uns ja hier im Horoskop auch noch ein paar andere anschauen. Also hier die Sedna ist 2003 entdeckt worden. Und wir haben auch die Eris, die ist ungefähr so groß wie Pluto und zieht aber auch noch weiter entfernt als der ihre Bahn. Und also wenn ich mir allein das hier unten angucke, also den Mond, der hier also zusammensteht mit Eris, Pallas Athene und Sedna. Also vier weibliche Energien auf einem Haufen im Widder. Da zeigt sich natürlich auch, dass du schwer aufzuhalten bist, ne? Also wenn Das du stimmt. Das stimmt, das ist mir auch schon aufgefallen. ja, also du hast eine Power in deinem Bauch, so und wenn da was in Gang kommt, dann ja, bist du wirklich schwer zu bremsen. Und Ja. das aber jetzt nur nebenbei. Also ich komme mal zurück zu dem Quaoa hier oben. Das heißt, wir haben wirklich hier als Einstieg in dein Leben, in dein bewusstes Denken. Denn das Herz ist ja das Zentrum des bewussten Denkens. Also da, wo schöpferische Gedanken wirklich uns durchfließen. Und der Watzlawick sagt ja immer, man kann nicht kommunizieren. Und ich sage in Anlehnung daran, man kann nicht schöpferisch sein. Also Ja. wir erschaffen permanent, unser Herz erschafft permanent Realität. Wir machen da ständig mit diesen Gedanken unsere Realität. Und je unbewusster wir das machen, desto blöder finden wir diese Realität dann natürlich hinterher. Beschweren uns dann bei allen möglichen Leuten, ja, was für eine doofe Welt das ist und so weiter. Aber in der Realität sind es ja wir, die eben diese Realität erschaffen durch die Gedanken, die wir in unser Herz lassen. Und das heißt also, der erste Einfluss in deinem Herzen ist der Quaoa. Und der zweite, und das ist natürlich auch sehr, sehr prägnant bei dir, ist der Chiron. Und der Chiron in der Jungfrau. Das heißt, der Chiron zeigt die Position in unserem Chart an, wo wir verwundet worden sind. Und er zeigt aber auch das Potenzial an, was wir dadurch haben, wenn wir diese Verwundung selber heilen in uns, dann eben auch als Heiler, als Begleiter, Therapeuten, vielleicht auch einfach nur Ratgeber für andere, dann auch wirken zu können. Und mit dem Chiron im Herzchakra geht es natürlich darum, dass einfach genau dieser Bereich kreatives, eigenständiges, unabhängiges Denken, dass dir da sicherlich irgendwann mal eine Verletzung
über den Weg gelaufen ist. Und denn ist ja auch keine große Kunst, das war noch nie so richtig gefragt. Und das heißt aber auch, dass eben in diesem Bereich des Chiron, in der Jungfrau, natürlich dann auch ein Wunsch entsteht, auch zu dienen, zu helfen. Denn die Jungfrau ist ja der Aspekt in unserem Bereich, in unserem Chart auch, wo wir auch Mitgefühl haben, wo wir dienen wollen auch. Hörst du mich noch? Ja, ich höre dich noch. Wunderbar, wunderbar. Ja, du warst so still und dein Bild hängt gerade wieder, deswegen habe ich mal kurz nachgefragt. Das wackelt ein bisschen, das stottert ein bisschen, aber ich verstehe dich noch. Ja, gut. Auf der Aufzeichnung ist das nachher auch dann alles gut. Also, Dachte ich mir. genau, weil das wird ja nicht vom Skype aufgenommen, sondern hier direkt. Okay, also, das heißt, mit diesem Chiron in der Jungfrau bist du natürlich prädestiniert, irgendwas heilerisches, therapeutisches, was auch immer eben zu machen. Und eben gerade auch in diesem Bereich zu wirken, wo es eben auch darum geht, Menschen zu erlauben, sie selbst zu sein, also echt zu sein, eigenständig zu sein, ein eigenes Denken zu haben. Und das Ganze wird dann gefolgt von der Lilith. Und die Lilith ist ja der Legende nach, dem Mythos nach, die erste Frau Adams gewesen. Und das ist also eine weibliche Energie, mit der wir es hier zu tun haben, die aber sehr viel mehr Unabhängigkeit in sich trägt, als eben die später geschaffene Eva, die dem Adam dann ja zu gefallen sein soll. Und diese Lilith zeigt hier natürlich auch noch mal an, dass du also in deinem Denken auch eine weibliche Komponente von Unabhängigkeit, von Eigenständigkeit hast, auch wo es auch um Gleichberechtigung geht, auch um seelisches Potenzial. Also das verstärkt eigentlich auch noch mal diese beiden Punkte, die wir hier vorher schon hatten, und bringt eben auch noch so eine weibliche Komponente mit hinein, die aber eben auch weit davon entfernt ist, eben Weibchen zu sein, sondern eben eine weibliche Tiefe auch hat, die eben natürlich auch ein Stück weit unbequem ist, ne? Und Ja. dann haben wir hier als nächstes den Jupiter. Und das heißt, weil der Jupiter ist ja auch dein Geburtsherrscher, also du hast ja einen Schütze-Aszendenten. Und der Jupiter ist also von daher schon mal auch noch mal stärker gewichtet, weil er eben das Zeichen beherrscht, was zum Zeitpunkt deiner Geburt am Horizont aufgegangen ist. Und der Jupiter zeigt natürlich an, dass da auch einfach geistige Einsichten mit in dein Denken eben einfließen und dass das auch eine gewisse Strahlkraft hat. Also Jupiter ist ja der größte und hellste Planet in unserem Sonnensystem und er ist ein Gasriese und es gibt Astronomen, die sagen, der Jupiter wollte eigentlich selbst mal eine Sonne werden. Und hat aber nicht so ganz geklappt und er ist dann eingefangen worden von unserer Sonne und ist aber im Grunde eine Art, naja, eben wie gesagt, er wäre gern mal eine geworden. So. Und der beschreibt ja auch die Position des höchsten Gottes im römischen Pantheon und
ist ja die Entsprechung auch des griechischen Zeus. Und das heißt also, wir haben hier schon was Großes. Die Falle da drin kann sein, eben Arroganz, ein bisschen Überheblichkeit, aber der wesentliche Aspekt ist eben einfach da auch wirklich diese Strahlkraft, diese Größe, die das Ganze auch hat. Ja. Das heißt also, du denkst auch nicht in kleinen Kategorien, so, sondern du hast schon Das auch die stimmt. Fähigkeit, Details, also gerade in diesem heilerischen Bereich, hast du die Fähigkeit, auch Details zu erkennen und auch zu benennen, das, was wichtig ist. Aber dein Denken insgesamt ist von einer gewissen Größe geprägt. Also es geht um eben, naja, im großen Ganzen auch was zu verändern oder was zu etablieren. Und das Ganze wird dann ja gefolgt vom Pluto, der eben, wie gesagt, hier mit den Mondknoten zusammensteht. Und da sind wir auch in diesem Bereich siebtes Haus, also wo es auch um das Begegnende geht, also das, was in unser Herz auch eintritt. Und da, wie gesagt, also diese Macht- und Ohnmacht-Thematik, mit Pluto, das ist dir sicherlich im Leben schon vielfachst begegnet. Auch wenn du in ärztlicher Praxis dich für Kinder einsetzt, dann weißt du, wo man da an Grenzen stößt, wo man sich ohnmächtig fühlt, wo man merkt, die Eltern machen einfach nicht mit oder was auch immer, ja, also, Ja. aber das ist sicherlich ein Stück weit auch einfach dein tägliches Brot, so, und Ja. dich davon einfach auch nicht unterkriegen zu lassen, sondern auch da präsent bleiben zu können, das ist, denke ich, die Qualität auch von diesen Mondknoten mit dem Pluto. Also, dass du eben trotz allem und eben ja jetzt auch in einem Alter, wo ja viele Leute drüber nachdenken, wann sie sich denn jetzt nun mal zur Ruhe setzen, dass du jetzt hier von einem neuen Projekt sprichst und auch man auch spürt, dass du auch die Energie dafür hast. Ja? Und dass der Pluto kann dir auch viel Kraft geben. Das ist nicht einfach nur also wenn dir auch die Macht zum Beispiel bewusst ist, und ich habe den Eindruck, dass sie dir einfach auch ein ganzes Stück weit bewusst ist, die Ja. einfach in bewusstem Denken liegt, dann ist der Pluto natürlich auch eine große Quelle der Kraft. Das ist ja nicht nur irgendwas, wo sich die Leute im Horoskop vorfürchten, ne? Das ist zwar bei vielen so, dass sie also vor Saturn und Pluto ja meistens irgendwie Angst haben, aber Ja. die Thematik, und es wirkt natürlich auch gesellschaftlich in einer gewissen Weise, also Pluto und Saturn, aber es ist im individuellen Horoskop natürlich auch. Kann eine starke Pluto-Stellung auch einfach eine kraftvolle Persönlichkeit anzeigen, die auch durch Schicksalsschläge und Steine, die man ihr in den Weg legt, nicht unterzukriegen ist. Ja. Und das wird dann noch hier abgerundet. Am Ende vom siebten Haus mit Ceres, die hier ja wirklich so ziemlich exakt an der Grenze liegt, aber noch im siebten Haus.
Und Ceres ist die griechische Demeter. Und das heißt, da haben wir auch nochmal wieder eine weibliche Energie drin. Und ich finde, das rundet eigentlich dieses Herz sehr, sehr schön ab, denn wir haben hier am Eingang diesen sehr, sehr weit entfernten Quaoar und auch diese Bewusstheit, aus der dann die Götter hervorgesungen und getanzt werden. Also wirklich etwas sehr, sehr hochschwingendes, feines, weit entferntes. Und dann haben wir hier zum Abschluss die Ceres, also die Erdenmutter, die Ernte gibt. Und das heißt, es geht eigentlich die Richtung wirklich darum, dieses, was diese Kinder mitbringen, was viele von uns einfach mitbringen, auf die Erde zu bringen, sodass es Früchte tragen kann, dass es Früchte bringen kann. Und das finde ich, das kann natürlich auch ganz konkret aussehen, dass auch natürlich Beschäftigung mit der Erde und vielleicht Garten und so weiter auch einfach etwas sein kann, was diese Energien auch hilft, auf die Erde zu bringen. Also Beschäftigung mit Natur, in Kontakt treten mit Pflanzen und so weiter, ne? Dass das auch etwas ist, was vielleicht auch sogar therapeutisch einsetzbar ist. Oder, aber das mit Sicherheit auch für dich, also Kontakt mit der Natur, was ist, was auch einfach dein Denken erdet und auch ein guter Ausgleich ist für dich. Das ist mir auch sehr, sehr wichtig. Aha. Ja, und dann schauen wir mal in den Solarplexus-Bereich rein. Der ist bei dir ja nicht so groß, ist aber trotzdem ganz schön reich bevölkert, ne? Alice, kannst du mal probieren, ob du wieder auf meinen Schirm kommen kannst? Ich sehe nämlich nichts von dir. Du siehst das Horoskop nicht mehr? Nein. Ah, okay. Warte mal, dann hat sich hier irgendwas ausgeschaltet. Ja, jetzt kommt's wieder. Ist wieder da? Nee, noch nicht ganz, aber es entwickelt sich. Es lädt, oder? Jetzt, okay. Jetzt ist wieder da? Okay. Ja, ist wieder da. Wunderbar. Okay, also wir hatten hier, wie gesagt, das Herzchakra mit diesem ganzen Bereich und eben von Quaoar bis Ceres. Und das finde ich auch von der Richtung her eben schön, dass es wirklich ja auch der Inkarnationsrichtung entspricht, die ja im Uhrzeigersinn läuft. Das heißt, vom Quaoar zur Ceres ist da ja einfach eine sich inkarnierende Bewegung einfach auch zu erkennen. Und wenn wir jetzt, wie gesagt, in den Bereich Solarplexus reinschauen, der ist zwar nicht sehr groß, nicht sehr ausgeprägt bei dir, aber es stehen ja immerhin fünf Himmelskörper da drin, die auch nicht ganz ohne sind. Also Saturn, Orcus, Uranus, Mars und Vesta. Und das, also im Herzen waren es sieben Einflüsse und hier im Solarplexus sind es aber auch eben fünf, obwohl der Raum relativ klein ist, ne? Und mit Saturn im Solarplexus, da hast du natürlich die Qualität, einfach das Emotionale wirklich tief zu erfassen, also dich auch einzulassen, auch auf emotionale Nöte, auf emotionale Abgründe. Und denn der Saturn ist einfach auch der Punkt in unserem Horoskop, wo wir unser Kreuz auf uns nehmen.
Ja. Ja, und deswegen hat der hier auch auf seinem Buckel so ein Kreuz, ne? Und Ja. das Kreuz ist natürlich das hier. Das ist unser eigenes Kreuz im Tierkreis. Und das heißt, es geht darum, dass wir unser persönliches Schicksal annehmen. Das ist das, was das Kreuz auf sich nehmen heißt. Und in dem Moment, wo wir das tun, wird uns natürlich eine gewaltige Kraft zuteil, weil wir ja nicht mehr damit beschäftigt sind, zu hadern und zu jammern und uns zu beschweren, sondern wir erkennen, dass es so wunderbar und so perfekt ist, genauso wie wir sind, weil wir genauso auch sein wollen. Also, dass wir genau zu dem Zweck hierher gekommen sind, um genau das zu sein, was wir sind. Und eben nicht zu denken, ja, wäre ich doch jemand anders oder wäre ich doch irgendwie anders oder so. Und das heißt also, hier ist einfach im emotionalen Bereich eine Fähigkeit vorhanden, eben wirklich zu fühlen und auch Halt zu geben. Also einerseits Grenzen zu setzen, also zum Beispiel Leuten, die jetzt auch die Kinder nicht ernst nehmen, auch den Kindern selbst eine Grenze zu setzen in bestimmten Zusammenhängen, aber auch eben einen Halt zu geben, also sowas wie der Fels in der Brandung zu sein. Sowohl, du hast ja auch Mitgefühl vorhin geäußert, auch mit den Eltern und mit den Lehrern. Also du siehst dich ja da auch nicht einseitig nur als Anwältin der Kinder sozusagen, sondern du Dann. versuchst ja wirklich einen kreativen Umgang mit diesem Potenzial zu ermöglichen, indem du ja auch aktiv und positiv auch auf die beteiligten Erwachsenen ja zugehst. Und Ja, genau. all das ist ja Teil dieser saturnischen Qualität. Also der Saturn ist ja auch ein älterer, das heißt, wir haben da immer auch einen sozusagen einen alten Weisen in uns, auch wenn wir noch jünger sind, aber gerade wenn wir natürlich dann auch selber älter werden, können wir natürlich in diese Position auch selbst hineinwachsen. Und es geht eben bei dir wirklich um dieses Thema Gefühle und eben damit einen wirklich tiefen Umgang zu haben. Also der geprägt ist von einer gewissen Reife und ja, auch Weisheit. Und das hat natürlich eine Geschichte, also die eigenen Emotionen im Laufe des eigenen Lebens auch kennenzulernen und da hast du sicherlich auch einiges hinter dir, wo unter Umständen dir auch mal jemand vorgeworfen hat, du seist vielleicht gefühlskalt oder nur weil du eben eine gewisse Klarheit im Zusammenhang mit dem Fühlen auch einfach für dich anstrebst. Und Ja. das ist also in dem Sinne eigentlich keine Kälte, sondern es ist einfach auch die Fähigkeit, eben Grenzen zu setzen, dich nicht verarschen zu lassen, auf Deutsch gesagt, oder zu merken, auch wenn jemand das versucht. Und eben da läuft er dann halt wirklich ungebremst vor die Wand. Und klar, dann kann man sich hinterher über dich beschweren, aber das ist halt einfach Teil deines Potenzials.
Und was hier interessanterweise in deinem Solarplexus dann als nächstes mit drin steht, ist der Orcus. Und der Orcus ist ja ein Verwandter sozusagen vom Pluto, vom Hades. Und es ist aber der Wächter der Toten, wirklich. Also der Pluto Hades, der kann ja auch den Hades verlassen. Der kann die Unterwelt verlassen. Während der Orcus immer da unten ist. Das heißt, es geht wirklich um den Wächter der Toten. Und da kommt mir natürlich sofort, wenn ich das jetzt hier bei dir im Solarplexus stehen sehe, kommt mir sowas wie systemische Arbeit, Familienstellen, irgendwas in der Richtung in den Sinn. Also das heißt, in solchen Situationen, wo es emotional intensiv ist, auch die Toten zu beachten. Also zu sehen, was ist da vielleicht im Familiensystem, für wen tut jemand auch etwas. Es ist ja, also sich als Kind ungewöhnlich zu verhalten, müssen ja nicht immer nur kosmische Gaben sein, sondern das kann ja auch ein ganz konkretes Leid sein, was zum Beispiel aus dem Familiensystem getragen wird. Genau. Und Deswegen habe ich 3 Jahre Ausbildung Familienstellen gemacht. ja, siehst du, das passt also auch wie die Faust auf diesen Orkus. Also das, weil das, denke ich, ist einfach ein Aspekt, der eben einfach da eine Rolle spielt, den du auch fühlst, der ja sicherlich in deinem eigenen Familiensystem auch eine Rolle gespielt hat. Das ist mit dem Orcus im Solarplexus auf jeden Fall eben ein zusätzliches Potenzial, was du da wirklich hast, eben diese Erweiterung, dass du eben nicht nur die Lebenden sehen kannst, sondern auch die Toten. Und wenn wir dann weitergehen, dann sehen wir, dass hier Uranus und Mars sehr, sehr dicht beieinander stehen und die Vesta auch noch dabei. Wenn wir das mal gerade genau uns anschauen. Dann ist also wirklich Vesta und Uranus, die stehen also gerade genau wirklich beieinander. Und der Mars steht 3 Grad davon entfernt. Jetzt bist du weg. Okay. Empfindliche Stelle, ich habe einen Diabetes, ne? Aha. Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Bis jetzt sehe ich noch nichts. Ich Ja. würde. Und das denke ich, das hat auch mit dieser Sache was zu tun, sich auch diese Macht an Gefühlen nicht zu erlauben, ne? So fühlt sich das bei mir an und das hat sich dann irgendwo so für mich fixiert. Es hat natürlich auch was damit zu tun, dass sage ich das, dass du sehr, sehr viel für andere machst. Und ich ja schon gesagt hatte, auch die Verletzung, also die Verletzung hier im Bereich des eigenen bewussten Denkens, die hat natürlich Auswirkungen dann auch auf deine Art und Weise, wie du selber mit Liebe umgehst. Und das steht hier auch im Quadrat ja zu dem
zu dem Saturn. Also Chiron-Saturn-Quadrat. Und das heißt, das, was da im Solarplexus, diese Ernsthaftigkeit, was das Fühlen angeht, das kann natürlich auch einfach aus diesem eigenen Schmerz heraus so weit gehen, dass du dir halt eigene Gefühle eher versagst. Und eben auch die ganze Thematik, dass auch mal jemand für dich da ist. Und dass du da eben einfach dann auf eine Art streng mit dir selber bist und natürlich auch, wenn man mal enttäuscht worden ist, dann entwickelt man ja auch Abwehrmechanismen. Okay, ja, also wir waren bei dem Thema Diabetes, wir waren bei dem Thema die eigenen Verletzungen, die ja hier, ja, wie gesagt, in diesem eigenständigen Denken und dann das im Quadrat eben, da ist eine Spannung einfach zwischen dieser Verletzung im Denken und dieser gewissen Strenge einfach auch im Fühlen. Und das heißt, da kann natürlich auch einfach, wenn dann persönliche Enttäuschungen zum Beispiel auch passiert sind, sei es auch eben in persönlichen Beziehungen, Liebesbeziehungen und so weiter, also Venus-Neptun-Quadrat, da kann natürlich auch einfach mit Täuschung und hintergangen werden. Und dann gibt es natürlich so eine Neigung, man will sich selber schützen. Und das kann aber eben einfach auch dazu führen, dass man dann einfach auch sich selbst einfach Liebe versagt. Und da kommt ja die Bauchspeicheldrüse dann in den Gang. Also das heißt, das Thema ist hier wirklich auch Liebe und Selbstliebe auch und eben auch bereit zu sein, auch Liebe anzunehmen. Und da wirst du auch sehen, da wird auch, ist auch numerologisch, wird sich diese Thematik für dich dieses Jahr auch nochmal zeigen. Also da ist auch eine Gelegenheit einfach in der numerologischen Qualität dieses Jahres. Aber da kommen wir nachher noch dazu. Also die, okay, diese, wie gesagt, also eine, auch mit dem Mars im Solarplexus, Mars-Uranus, da können natürlich die Emotionen auch mal etwas heftiger werden. Also das heißt, das kann auch mal einen Vulkanausbruch geben und das mit der Vesta zusammen hier, das ist ja das weibliche Feuer eigentlich. Die Vesta haben sie ja in Rom, war das ja Jahr über lange Zeit, waren ja die Vestalinnen, die Frauen, die dazu gedient haben, die körperliche Liebe auch den Männern nahezubringen. Das heißt also, die waren ausgebildet wirklich auch in den Funktionen des weiblichen Körpers. Und das wurde dann später ja im Zuge der Christianisierung so als Tempelprostitution und so weiter dann da degradiert und später dann auch verboten und so weiter. Aber diese Vesta ist eigentlich eben einfach dieses weibliche Feuer, auch die weibliche Kundalini und das, was einfach in der Frau an Potenzial da ist, was sie eben auch einfach dem Mann geben kann, was sie auch in die Gesellschaft einbringen kann. Und die Römer haben ja damals schon versucht, das auf den heimischen Herd zu reduzieren, dieses Feuer. Und die Tempel der Vesta waren, also das Feuer, was da drin gehütet wurde, sollte auch das Feuer des heimischen Herdes sein. Lustigerweise hatten diese Tempel dann die Angewohnheit, gelegentlich abzubrennen.
was denen eigentlich was hätte sagen können, nämlich, dass man dieses weibliche Feuer nicht auf den Herd reduzieren kann, sondern dass das eben viel mehr ist als das. Und dass, wenn man es aber versucht, auf den weiblichen, auf den heimischen Herd zu reduzieren, dass dir dieses weibliche Feuer dann zeigt, was es eigentlich wirklich ist, nämlich eine viel, viel größere Kraft, die dann eben auch den ganzen Tempel abbrennt. Und das heißt, das ist wirklich eine absolute Power-Kombination hier, ne? Also Vesta, Mars, Uranus, das hat natürlich auch ein gewisses cholerisches Temperament, würde ich mal behaupten. Also da kann man schon mal in die Luft gehen. Und ja. Naja, und das alles zusammen, was da im Solarplexus wirkt, ist natürlich, wenn das in eine negative Richtung geht, eben auch nicht so zuträglich dann für die Bauchspeicheldrüse. Aber also ich sehe das sehr, sehr stark auf der emotionalen Ebene. Und dass eben auch auf der Ebene sich das reguliert. In dem Maße, wo du halt dir das erlaubst, einfach wirklich auch, dass du auch liebenswert bist, auch wenn du Enttäuschungen hattest und all das, dass das eben nicht etwas darüber aussagt, was du grundsätzlich für einen Wert hast oder eben auch nicht, vermeintlich, ne? Sondern dass sich immer nur im Augenblick darüber definiert, durch die Bereitschaft, Liebe zuzulassen, zu geben und zu empfangen. Und das ist einfach eine Ebene, die für uns alle sehr, sehr wichtig ist. Auch wenn wir Kompetenzen in bestimmten Bereichen haben, mit denen wir dann auch anerkannt werden. Aber Anerkennung ist nicht Liebe. Und das weißt du auch. Und ja. Das heißt, und gerade mit so einer Konfiguration hier, mit der du ja viel auch eben auch mit Machtthemen zu tun hast, ist es halt auch wirklich wichtig, dich da immer wieder auch völlig rauszuziehen und auch dir zu erlauben, eben auch nicht machtvoll in bestimmten Situationen zu sein, wo es natürlich dann emotional gefährlich wird. Das gar keine Frage, weil dann natürlich auch weißt du ja selber, da wo wir genau. Wo wir bedürftig sind, wo wir auch das zulassen, da sind wir natürlich auch verletzlich. Und mit dieser Konfiguration, mit diesem Pluto, Mondknoten, Sonne, da hast du natürlich auch so eine Power, mit der du auch sagen kannst, das brauche ich alles nicht. Ja, also warum soll ich so doof sein, mich auf irgendwas hier einzulassen, wo mir dann vielleicht hinterher jemand wehtut. Ja. Ja. Und das verstellt natürlich dann auch den Zugang für Menschen, von denen da vielleicht aber auch was zu bekommen wäre. Ja. Weil die dann vielleicht auch schon vom ersten Aufeinandertreffen her vielleicht ein bisschen Angst haben. Und, ja. Weil du da vielleicht etwas rauer rüberkommst, dann als du es eigentlich meinen würdest. Ich glaube, es ist klar geworden, ne? was dieses Thema. Ja, genau. Habe ich schon verstanden. Und da spielt natürlich dann auch. Wenn ich in meine Geschichte gucke, dann ist es auch deutlich. Aha. Naja. Es hat alles
zwei Seiten. Das ist die eine, ist natürlich eine solche Power hat natürlich auf der einen Seite eine positive Wirkung, mit der man auch viel gestalten kann, aber sie macht immer im Umfeld auch Angst. Genau, das meine ich. Also das ist einfach die Kunst, die, zu der du eingeladen bist, auch das zu entwickeln, dir zu erlauben, auch eben weich werden zu können, auch in den passenden Momenten und dass der Panzer sich mal öffnen darf. Die Schwierigkeit ist immer nur, den passenden Moment zu finden Auf jeden und Fall. den nicht gerade im falschen Moment zu öffnen. Klar. Das ist eine Übungsfrage. Das Klar. trainiert. Und die Bereitschaft zu haben, auch wenn wir ihn immer wieder im falschen Moment geöffnet haben, es trotzdem immer wieder zu wagen. Das ist eigentlich die große Herausforderung, ne? Okay, also da spielt natürlich dann auch noch diese Konstellation hier unten mit rein, also mit dem Mond, Mond, Eris, Pallas Athene und Sedna, wo du also ja so eine geballte weibliche Kraft in deinem Sakralchakra hast und die. Ich gucke mal, Mond, Venus, nee, also ein ziemlich exaktes Quadrat ist das zwischen Mond und Psyche hierüber noch und da natürlich auch umgeben noch von Mond, also Merkur und Venus. Also da ist auch wieder so eine Häufung. Und die Psyche, ich weiß nicht, kennst du diese Geschichte von Amor und Psyche? Amor und Psyche, ja. Ja, genau. Und der Mond steht, wie gesagt, im Quadrat zur Psyche und die Psyche ist eben ja astrologisch gesehen auch der junge Teil in unserer Seele, also der noch nicht gereifte Teil in unserer Seele, also sozusagen das Gegenteil vom Saturn oder auch ein Gegenpunkt im Weiblichen jetzt zur Lilith zum Beispiel oder und ist halt auch interessant, ne? Du hast hier die Lilith im Herz und die Psyche im Wurzel Chakra stehen. Das heißt also auch in diesen gegenüberliegenden korrespondierenden Chakren. Und das heißt, du hast in diesem unteren Bereich auch einfach na, so eine, sage ich mal, so eine kleine Romantikerin, die sich eigentlich auch immer noch nach der großen Liebe sehnt und die eben damit auch nicht aufhören will. Und das hat auch ja einen gewissen Charme. Also das und das unterstützt dich eigentlich auch bei genau dem, was ich dir vorhin gesagt hatte, dieses immer wieder auch es zu wagen, auch mal den Panzer zu öffnen oder die Türen zur eigenen Burg aufzumachen. Und denn also da ist auch eine Ernsthaftigkeit ja drin, also Venus und Psyche im Steinbock. Also das hat ja auch zum einen ist natürlich der Steinbock auch der König und also der
der Mann, der eine gewisse Stellung hat. Das heißt, da ist natürlich auch die Sehnsucht da, sich auch jemanden zu suchen, der standesgemäß ist, sage ich jetzt mal. Und das ist mit der, und eben Venus und Psyche zusammen, das drückt schon aus, dass da einfach auch eine Energie in dieser Richtung wirklich vorhanden ist, die aber eben in einer gewissen Spannung auch steht mit dem Mond, der, ja, wo es ja eben um das Thema Empfindungen geht und also dieses ganze T-Quadrat hier, Venus, Neptun, Mond, das hat natürlich, da geht es auch um Idealisierung und es ist ja schön auch, dass wir in der Lage sind, auch das Beste im Partner oder im anderen auch zu sehen, aber es sollte halt nicht in den Bereich gehen, naja, dass wir halt offensichtliche Dinge vielleicht nicht sehen wollen. Und das, also der Mond. Beziehungsweise direkt auch verdrängen. Ja, genau. Genau. Und auch verdrängen, ausschalten. Es geht ja dabei nicht darum, dass man sich daran verletzen soll, sondern das Verdrängen macht ja das Verletzen. Wenn ich dem ins Auge schaue, kann ich ganz anders damit umgehen. Genau. Und das ist halt die Herausforderung mit diesem Venus-Neptun und Mond-Neptun. Also dass da einfach dann Wunschvorstellungen, die Empfindungen und Instinkte vernebeln können. Ja. Und ja. Und das hat dann natürlich einen gewissen Preis, gar keine Frage. Ja. Und genau. Aber wenn wir jetzt hier mal reinschauen, also wir sehen eben einfach in deinem unteren Selbstbereich sehr, sehr viele weibliche Aspekte. Also wir haben Sedna, Pallas Athene, Mond, Eris, Juno, Psyche und Venus. Also das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 weibliche Aspekte, die hier unten wirken. Und das heißt einfach, dass dir ja einfach auch ein sehr, sehr großes weibliches energetisches Potenzial einfach zur Verfügung steht auf dieser Ebene von Empfindungen und Instinkten. Und das ist natürlich auch wieder was so ein sowohl als auch mit sich bringt in der Gesellschaft, weil es dich einerseits natürlich attraktiv macht und andererseits es auch Angst macht. Ja. Ne? Weil einfach da sehr vieles wirkt und eben auch eben Kräfte wie eben Pallas Athene, die Göttin der Weisheit, die ja in voller Rüstung dem Kopf von Zeus entsprungen ist und die ja auch nicht so viel Lust hat, sich verarschen zu lassen, auf Deutsch gesagt. Und die auch und die Eris ist ja auch eher streitbar. Also das gilt ja auch als die Göttin der Zwietracht und des Ehrgeizes, ja auch, weil sie ja in den versammelten Grazien dann auch den Ehrgeiz weckt, diesen Apfel zu gewinnen, den sie da in die Runde wirft. Und die Sedna ist auch ja eine sehr, sehr spezielle Figur. Ich weiß nicht, ob du dich mit der Mythologie mal beschäftigt hast. Aber die Sedna habe ich nicht so drauf. Die anderen Sachen, ja. Aha. Ja, die Sedna ist einem eigentlich auch meistens nur dann begegnet, wenn man sich mit Astrologie ein bisschen beschäftigt, weil oder mit Ethnologie, weil Sedna ist eine Inuit-Göttin,
die also auf dem Grunde des Ozeans lebt und die dafür da ist, also dass die Tiere im Ozean eben sich auch vermehren und Ja, jetzt weiß ich. also es ist eine sehr interessante Mythologie, es ist ja auch also Sedna ist für mich auch eines der interessantesten Objekte in unserem Sonnensystem, weil es ja auch allein die Wahrnehmung dessen, was unser Sonnensystem ist, immens erweitert hat. Denn man hat ja eine Zeit lang gedacht, dann, okay, da gibt es ja diesen Kuipergürtel und da gibt es halt dann so ein paar Sachen drin, das hat man dann entdeckt. Okay, also es gibt da nicht nur Pluto, sondern eben sowas wie Quaoar und Eris und so weiter. Aber das weit außerhalb des Kuipergürtels eben noch es Objekte geben könnte, die wirklich eine klare Bahn um die Sonne ziehen. Das wurde ja bis vor ein paar Jahren noch abgestritten und dass das überhaupt möglich sei. Und die Sedna zieht aber eine Bahn um die Sonne, die aber 11.000 Jahre etwa braucht. Und das ist eben, wenn wir jetzt das vergleichen, also Pluto zum Beispiel, den man ja lange Zeit für den am weitesten entfernten hielt, braucht so ungefähr 250 Jahre für eine Sonnenumrundung. Die Eris, die schon eine Ecke weiter weg ist, braucht etwa 500 Jahre. Und Sedna braucht eben 11.000 Jahre. Und das ist natürlich für uns Menschen ja schon ein ziemlich unvorstellbarer Zeitraum. Also da kommen wir schon in Bereiche rein von Kulturen wie Atlantis oder da, wo man sich eigentlich schon weitgehend in Spekulationen verliert und relativ wenig drüber weiß. Aber das ist eben der Zeitrahmen, den die Sedna braucht, um eben ein einziges Mal nur die Sonne zu umrunden. Sie gehört aber ganz offensichtlich zu unserem Sonnensystem dazu. Und dazu passt eben auch diese mythologische Figur der Sedna, die eben da im arktischen Ozean dann letzten Endes geendet hat als Meeresgöttin und die auch ein ziemlich interessantes Schicksal hat. Also ich kann nicht nur empfehlen, das mal einfach sich Das geht anzugucken, ganz bestimmt nochmal nach, ja. weil ich denke, gerade diese ganze Thematik Frau sein, da steckt auch Vaterbeziehung, Partnerschaft und auch das Dienen für andere. Also all das steckt in diesem Sedna-Mythos drin. Und das gerade, weil ja das auch für dich beruflich auch noch ein Thema ist, also kann ich mir vorstellen, dass das inspirierend wäre, dir das auch nochmal anzugucken. Wie gesagt, das ist einfach auch eine große Häufung hier von weiblicher Kraft und hier drüben ja auch nochmal, also mit Venus, Psyche und hier zwischendrin hat die auch noch irgendwelche Aspekte, hat sie bestimmt, die Juno, ah, Juno Lilith, ne? 27, ja, grad genau sogar. Also die Juno steht in einer grad genauen Opposition hier zur Lilith. Und die Juno ist die griechische Hera, also die Schwester, Gattin des Zeus. Und die Hera oder Juno gilt auch astrologisch als Göttin der Ehe. Und also in Opposition zur Lilith ist das natürlich sehr interessant, dass also da die wirklich so ein Gegensatzpaar sich auch übersteht. Also dass da diese unabhängige, freiheitsliebende Lilith in deinem Herzen wirkt und denkt und ist aber auch eine eben die Geborgenheit einer
verbindlichen Partnerschaft, sage ich jetzt mal. Das muss ja kein Trauschein sein heutzutage. Aber diese Hera Juno, die eben auf dieser Ebene auch Geborgenheit sucht, dass die eben in deinem Instinkt auch wirkt. Und also dass die schon, da geht es ja auch um ein gewisses unkonventionelles, also die steht im Wassermann, also es geht jetzt nicht unbedingt darum, so, ja, ich will jetzt eine Ehefrau sein und lieber am Herd stehen oder so, aber eben, dass das schon eben auch die Sehnsucht ist, dass da jemand ist, der dich eben auch genau mit all dem nimmt, mit all dieser Unabhängigkeit und Kraft und all dem, was da ist. Aber das passt eigentlich auch zu dieser Psyche-Venus-Geschichte, die wir hier ja auch im Wurzelchakra-Bereich haben. Und also es ist sehr, sehr viel einfach weibliche Kraft, weibliche Energie, die einfach in deinem unteren Selbstbereich auch sichtbar wird und die, was natürlich auch gleichzeitig da ist, ist diese Strahlkraft der Sonne, denn die wirkt ja hier auch im Wurzelchakra-Bereich bei dir und das heißt also, du hast da auch einfach eine gewisse körperliche Vitalität, also unabhängig von dem Thema Diabetes, was wir da vorhin uns schon mal angeschaut hatten mit dem emotionalen Bereich, aber vom Grundsatz her bist du auch körperlich ein sehr vitaler Mensch und hast da auch einfach Energie, die dir auch einfach zur Verfügung steht. Und mit der du auch dann Projekte angehen kannst und was auch immer. Also das, wenn wir jetzt mal in dein hohes Selbst reinschauen, dann fällt ja auf, dass erstmal der Bereich drittes Auge, der ist bei dir völlig leer. Also das bedeutet nicht, dass du keine Intuition haben kannst, im Gegenteil. Es bedeutet nur, dass da auf jeden Fall es sind keine Einflüsse drin. Denn jeder Planet, der irgendwo in einem Haus, in einem der Chakren steht, ist ja ein Einfluss, der da einwirkt. Und bei dir fällt ja halt auf, dass dieser Bereich des dritten Auges eben leer ist und dass er eben von daher nicht geprägt ist durch andere Einflüsse. Er wirkt sich aus, also Schütze, Jupiter, auch wieder hier im Denken und elftes Haus, Skorpion und Mars, also es wirkt aufs Denken und Fühlen ein. Also das heißt, du kannst einfach auch intuitive Einsichten gewinnen, die dann auch dieses Denken und Fühlen ja, inspirieren können. Und wo du eben wirklich auch aus anderen Sphären sozusagen Einsichten bekommst, die du natürlich sowohl für deine Arbeit als aber auch für deine eigene Heilung und Weiterentwicklung natürlich verwenden kannst. Und der Bereich Kehlchakra, der ist halt dann hier insbesondere mit dem Neptun belegt. Da steht auch der Glückspunkt drin. Das heißt also das Thema Kommunikation, Kreativität, dich auch öffentlich zu zeigen und so weiter. Da liegt auch einfach das Glück, da liegt auch ein Stück, ja, auch das Potenzial für finanziellen Erfolg und Unabhängigkeit in dem Bereich.
Und das heißt also auch, dass das, was du sprechen sollst, ist wirklich das Seelische. Also es geht wirklich um dieses, zum einen das Verschleiernde aufzuzeigen, also wie unser Denken und Fühlen manchmal das Wesentliche halt auch verbirgt, und aber auch eben hinter den Schleier zu schauen. Und also du sollst da das Wahrhaftige auch einfach sprechen. Und auch wenn du sagst, wo du über die Kinder gesprochen hast und du sagst, wie sie dir am Herzen liegen und all das, also das ist eigentlich auch ausgedrückt durch diese Neptun-Stellung im Kehlchakra. Also dass es nicht darum geht, ja, irgendwelches belangloses Blabla zu sagen oder so, sondern es geht um eben wirklich das wahrhaftig Empfundene aus dem eigenen Denken und dem eigenen Fühlen, das eben auch zu kommunizieren. Und der Neptun ist ja auch reich aspektiert, also ihr kriegt ja hier vom Mond und von der Sonne die Energie dazu, also dass du auch in der Öffentlichkeit stehst und auch anerkannt wirst, das ist ja bei dir überhaupt keine Frage. Und ja, sehr zentral ist halt hier wirklich dieses Trigon, was ja eben dann diese zwei Drachenfiguren eben bildet, ne? Also zum einen, also und das Trigon besteht eben ja wirklich aus Neptun, hier Mars, Uranus, Vesta und Sonne. Also dieses große Trigon. Und das ist eigentlich auch der Hauptantrieb in deinem Horoskop. Und wie gesagt, in zwei Richtungen, ne? Dann eben zum einen zum Pluto und Mondknoten und zum Mond hier runter eben jeweils als Drachenfigur. Darf ich dich noch mal was fragen? Bitte, ja, jederzeit. Ich habe so eine Tendenz, mir immer Pleiten zu organisieren. Kannst du da irgendwo den Zusammenhang sehen, der für mich dann ein bisschen solche Grundlagen deutlicher macht, damit ich das künftig ein bisschen besser handeln kann? Pleiten im Sinne von finanziell Und oder? finanziell, ja. Ich habe so die Angewohnheit, letzten Endes immer mein finanzielles Potenzial absolut so weit abzugeben, bis ich absolut leer bin. Okay. Ich meine, es würde ein bisschen mit dem, was du übereinstimmen, was du gesagt hast zum Solarplexus. Ich weiß nicht, ob da noch ein Aspekt zu beachten wäre, eben weil es hier, ja, weil es immer so, ja, bin noch nicht sicher, ob ich über diesen Punkt drüber weg bin und das nun kapiert habe. Also was natürlich auch mit reinspielen kann, ist eben einfach auch dieser Neptun, der dir natürlich auch, naja, wo du vielleicht ja auch einfach Leute ins Boot holst, die dann ihre eigene Agenda haben. Und also die. Das geht ja dann auch in Richtung Betrug und solche Dinge, die das und die, also Neptun, Venus, also die Venus ist ja auch die Herrscherin von Stier und Stier
ist auch das Geld und also dass du da schon auch ein bisschen aufpasst, einfach mit wem du vielleicht Dinge machst. Und das, weil an sich, wenn du hast, Venus, Jupiter, also das, was mir halt an der Venus am meisten auffällt, ist halt eben, wie gesagt, das Quadrat zum Saturn, zum Neptun. Und also das Thema Täuschungen da, ne? Und, ja, richtig. Das ist ein Teil, das ist Grundlage immer für am Ende meine Pleiten. Naja. Und das, denke ich, das ist einfach wichtig da, dass du da wirklich auf deine Bauchempfindungen wirklich auch hörst. Also dieser Mond mit der Pallas und der Eris und so, da hast du eigentlich schon eine ganze Menge Empfindungsfähigkeit, die hier auch durchaus dem was entgegensetzen kann, wenn da dann einmal einer auftaucht und so besonders verführerisch wirkt, dass du nun mit dem unbedingt zusammen da ein Projekt machen müsstest oder so. Das, weil es geht halt einfach darum, dass es entweder wirklich sehr, sehr weit entwickelte Menschen sein müssten, oder es sind halt Betrüger, die dir da begegnen, mit dieser Neptun-Konstellation. Und vor allem eben auch mit dieser Hoffnung, mit diesem romantischen Teil in dir, bist du dann natürlich dann auch so ein bisschen anfällig. Also für den, der sich dann so als der Retter oder als der Ritter auf dem weißen Pferd oder so anbietet. Und das, also ich denke, in dem Bereich ist halt dieser Saturn und auch der Pluto, die sind da total angesagt, ne? Also dann auch eben wirklich klar zu sein und auch ganz eindeutig und eben auch was finanzielle Transaktionen angeht, halt auch zu sagen, pass auf, wenn du jetzt hier irgendwie mitmachen willst, dann heißt das aber noch lange nicht, dass du Zugriff auf die Kasse hast oder was auch immer halt dann die Details sind, ne? Also dass jemand sich durchaus auch vielleicht erstmal beweisen muss als zuverlässig und nicht unbedingt gleich 100% Vorschussvertrauen bekommen sollte mit dieser Konstellation, ne? Und das habe ich jetzt verstanden. Das ist jetzt angekommen. Okay. Danke. Hat das deine Frage soweit beantwortet? Ja, das hat meine Frage soweit beantwortet. Ist mir jetzt klar. Okay. Auch worauf ich achten muss und was die entscheidende Geschichte ist. Die entscheidende ist wirklich dieses Ganze da, was so ein bisschen verschwommen ist und was so romantisiert ist, einfach in die Klarheit zu rücken. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das und ist in die Klarheit, die ich sonst in allen anderen Dingen aber eben habe, ne? Genau, das ist ja immer, aber das sind halt die kleinen Scherze der Götter, ne? Also, dass wir ja einfach auch, und das ist ja auch das, wodurch wir halt auch wachsen können, ne? Dass wir unsere Stärken haben, aber eben halt auch unsere Schwachpunkte. Jeder hat seine Achillesferse und wir sind halt wirklich eingeladen, da eben auch in diesen schwachen Punkten uns halt dann auch
zu lernen, auch zu behaupten oder uns Hilfe zu holen an richtigen Stellen und so weiter. Genau. Super. Okay. Danke. Dann schauen wir doch mal. Ich sehe gerade, ich habe vergessen. Das machen wir gleich noch. Vergessen wir die Transite mit dazu zu geben hier. So. So. Und jetzt schauen wir mal. Erstmal, was denn jetzt bei dir aktuell dran ist. Ja, das ist natürlich auch interessant, dass du gerade jetzt diese Geldfrage stellst und auch romantisieren und so weiter. Denn also was bei dir bis 2014, also bis du 70 wirst, also bis Anfang nächsten Jahres, genau, ist ja Ende Ja. Januar dann schon, ne, genau. Bis dahin ist die Venus noch ausgelöst bei dir. Und danach ist es der Mars. Und das heißt also, wir haben jetzt einfach auch noch verstärkt diese Thematik, gerade mit diesem T-Quadrat, eben Venus, Neptun, Venus, Mond. Also so. Und du hattest auch vorher schon eine Venusphase. Also das heißt, du hast so die letzten 13 Jahre die Venus ausgelöst. Und also Ja, richtig. diese Die letzten Pleiten von 13 Jahre. die letzten 13 Jahre, ja. Die letzten 13 Jahre, Mike, an dieser Stelle besonders effektiv. So mit Pleiten und sowas. Genau, Ja. habe ich super hingekriegt. Ja, also das, wie gesagt, ist auch einfach die Thematik, die sich hier zeigt. Eben einfach so diesen Ritter auf dem weißen Pferd da herbeizusehnen. Und das ist halt. Das verstellt einem dann halt, oder du hast auch von Vernebelung selbst gesprochen eben. Und das heißt, du nimmst das ja durchaus wahr. Und ich kenne das natürlich auch, dass man das eine sieht man und das andere möchte man gern. Und dann wünscht man sich manchmal so sehr, dass es eben dann das sein soll, was man sich wünscht. Dass man eben dann doch ein etwas unangenehmeres Erwachen hat. Ja. Und ja, aber also da hilft auch unter Umständen einfach eine gute Freundin oder sowas, der du genau diese Geschichte mal erzählst und sagst, wenn du das bei mir siehst, dann mach mich mal ganz deutlich darauf aufmerksam. Ja, haben wir jetzt schon so Ja? angefangen. Habe ich jetzt schon Also. so angefangen, damit ich nicht wieder reinrasse, weil das ist mir jetzt schon aufgefallen. Ich sage, das kommt mir aber jetzt ganz bekannt vor, was da jetzt passiert. Genau, genau. Und das ist ja das Schöne, ne? Dass wir wirklich die Dinge auch immer wieder präsentiert bekommen, sodass wir immer wieder die Gelegenheit neu haben, auch ja, eben dazu zu lernen und Ja, genau. da auch einfach klarer zu werden. Denn wie gesagt, dieser es gibt ja keine negativen Planeten im Horoskop. Das ist ja nicht der Punkt. Der Punkt ist einfach der, wie wir bestimmte Dinge und auch ja nur in bestimmten Lebensbereichen, also in dem Bereich, wo du arbeitest und wo du mit den Kindern arbeitest, Ja, sowas nicht. da ist ja der Neptun auch quasi dein Verbündeter. Und Ja, weil du genau. da einfach das seelische Potenzial siehst, aber da, wo du halt selbst bedürftig bist,
und Sehnsüchte Ja. hast, da wird dann der Neptun zu deinem Feind, Genau. weil du dann einfach lieber den Schleier siehst als den Typen dahinter. Richtig, ganz genau. Hast du super jetzt eben gesagt. Genau das ist das Thema, wo man sich bedürftig fühlt. Dort setzt dann diese ganze Vernebelungstechnik dann ein. Genau. Ja. Hey. Okay, aber jetzt hast du es. Und wie gesagt, das begleitet dich jetzt noch. Also diese Thematik Venus ist noch ausgelöst eben, ja, noch ein gutes Jahr eben, bis zu deinem 70. Und dann ist Mars ausgelöst. Und wenn du willst, können wir dann ja nochmal reinschauen. Was sich da dann für ein neues Potenzial ergibt. Aber ist klar, dass es ab dann natürlich stark erstmal um diese Thematik hier Solarplexus fühlen und so weiter gehen wird. Und eben unter Umständen ja auch genau das, worüber wir vorhin schon gesprochen hatten, auch da ist natürlich dieser Vulkan und da ist auch die eigene Bedürftigkeit und auch die Spannung dann zu dem Denken. Aber wie gesagt, erstmal hast du jetzt noch ein Jahr Venus vor dir. Und das ist ja auch was Schönes. Also nicht, dass du jetzt hier denkst, das ist jetzt alles ja nur doof, weil da dir diese komischen Leute begegnet sind. Aber Nee, ich habe von allen super gelernt. ja, und dass es eben auch einfach wirklich darum geht, jetzt auch, denn das steht im ersten Haus, also wirklich auch so, du hast ja gesagt, neues Projekt machen und also das braucht ja auch Geld, vermute ich mal, und geht dann auch letzten Endes um öffentliches Ansehen, also in der Öffentlichkeit auch wahrgenommen zu werden mit diesem Projekt. Und all das ist durchaus mit dieser Venus im Steinbock im ersten Haus, da kannst du jetzt in diesem Jahr richtig was anschieben noch. Und hast auch den entsprechenden Charme dazu und das ist einfach eine Ebene, auf der du jetzt auch wirken kannst. Eben einfach dir eine Absicherung einbauen, so dass du halt die richtigen Leute dir ins Boot holst. Ja. Und ansonsten ist das eine gute Basis, also gerade auch um von da aus einfach auch was anzuschieben, weil du einfach auch diese Power vom ersten Haus hast und also so diese Selbstdurchsetzung und das aber eben verbunden mit diesem Charme der Venus und mit auch der finanziellen Kraft, die das auch mit sich bringen kann. Also sehe ich an sich gute Möglichkeiten in der Richtung auch was zu machen. Dann gucken wir mal, was die Transite sagen. Da haben wir hier den Pluto, der läuft hier über den Merkur dieses Jahr. Ne, nicht ganz. Also kommt so in die Nähe. Aber also wird das den Merkur beeinflussen. Also du wirst in dieser instinktiven Wahrnehmung auch was Plutonisches nochmal wahrnehmen, was ja aber eh schon auch dein Thema ist mit dem Pluto im Radix hier oben, mit den Mondknoten. Also das verstärkt einfach auch nochmal diesen Drang auch da wirklich jetzt was auf die Beine zu stellen. Also das, wenn wir hier haben wir den laufenden Saturn im Skorpion, der steht ja im Moment so
etwa im Quadrat zu dem Pluto. Also das wird im Laufe des Jahres, läuft er mehr in diese Richtung. Und dann also mit dem Saturn-Pluto-Quadrat hast du natürlich auch einfach dann nochmal den Drang, die Dinge wirklich ernsthaft und in die Tiefe anzugehen. Aber es kann auch ein gewisser Druck einfach in dir entstehen, der also bis zu einem Gefühl, das wird dir alles zu viel. Und das heißt, ich würde es ein bisschen ruhiger angehen lassen, so bis März, April. Also es erstmal sich entwickeln lassen, gucken, die Verbündeten sammeln und so. Aber um wirklich loszulegen, also dass du dich auch wohl damit fühlst, würde ich sagen, das wird leichter, wenn du ein bisschen wartest. Ja. Wir haben hier den Uranus, der läuft über die Eris und Eris Mond. Das heißt also, hier kriegt der Mond auch nochmal zusätzliche Impulse, also diese Empfindungsfähigkeit, auch dieses Bauchgefühl, auch so intuitive Geistesblitzimpulse. Also das heißt, wo du da dann das Gefühl hast, dass das passt, das stimmt, oder wo du eben auch das Gefühl hast, oh, Finger weg. Also mit diesem Bereich, also dich auf diese neptunischen Leute einzulassen, da kann ich dir wirklich nur empfehlen, also auch wenn ich hier den Pholos mir angucke, der auch noch dabei steht, bau dir da einen Sicherheitsmechanismus ein. Also, weil da hast du wirklich ein Talent. Ja, daneben zu greifen, ich Genau. weiß. Und dich für Leute zu Ja. dich für Leute zu interessieren, auch die eigentlich eher eine Therapie brauchen würden, als dass sie als Geschäftspartner oder Lebenspartner oder so interessant wären. Ja, richtig. Und weil das kann wirklich auch ein bisschen gefährlich sein. Und das, also da kann ich dir wirklich nur empfehlen, in dem Bereich. Ja, pass einfach auf und hol dir da so einen Beraterstab von Leuten, wo die sich über Jahre bewährt haben, wo du weißt, okay, auf die kann ich mich verlassen, die wollen mich nicht irgendwie betuppen und dass du die dann einfach auch mal fragst, so, was hältst du denn von dem oder so. Das habe ich in der Zwischenzeit, habe ich inzwischen schon geschafft in den letzten Jahren, und ich merke auch, dass mir das besser bekommt und dass ich damit schon einen ganzen Teil besser zurechtgekommen bin. Aber ich merke immer wieder, trotz allem, immer wieder, dass ich dort an der Stelle, genau an dieser Stelle, gefährdet bin. Und eben, wie gesagt, besonders stark, und das ist natürlich auch der Lerneffekt solcher Auslösungen, dass eben da die Venus steht und die jetzt ausgelöst ist und gerade die letzten 13 Jahre und jetzt noch ein Jahr, also insgesamt 14 Jahre, eben einfach diese Stier-Venus ja ausgelöst ist. Und da geht es ja nun gerade um Geld, es geht auch um sowas wie auch Ehe, es geht um körperliche Liebe auch und all diese Dinge. Und das ist eben nicht so einfach aspektiert bei dir, ne?
Das hatten wir ja eben schon. Ja, Und okay. was ich noch gar nicht erwähnt hatte, was da bei dir natürlich auch noch mit reinspielt, also in dieses Thema Beziehung, ist das, wo steht denn der Quaver, oder wie ist der schon in, der ist auch schon in der Waage so gerade. Und also bei 0 Grad Waage hast du ja den Quaver und bei 2 Grad Waage, also das ist wirklich ja, also das ist ja 2, 3 Grad hier, 2 Grad 52. Und ziemlich exakt hier steht das supergalaktische Zentrum. Also nicht das Zentrum unserer Galaxis, das steht bei dir hier am Aszendenten, sondern das nächstgelegene schwarze Loch, was dann ungefähr von 30 Galaxien umkreist wird, zu denen eben auch unsere Galaxis gehört. Ja? Das heißt, du hast zwei dieser Zentren an sehr markanten Punkten deines Charts stehen, was natürlich einerseits bedeutet, du kriegst eine unglaubliche Menge an Inspirationen, aber das hat natürlich dann schon auch so eine Sache so zwischen Genie und Wahnsinn oder so irgendwo zu navigieren. Ja, ich sage immer, meine Ausbildung sozusagen, meine Lehrsachen, die sind immer besonders teuer. Naja, und das Die muss ich immer hochbezahlen. ja. Meine besonders guten Lehrsachen muss ich immer besonders hochbezahlen. Genau, damit wir es auch lernen, ne? Genau, Genau. genau. Und wie gesagt, das supergalaktische Zentrum, das wird im Gegensatz zum galaktischen Zentrum eben eher so dem emotionalen Bereich und auch dem Thema Beziehungen zugeordnet, während das galaktische Zentrum eher so dem Bereich so mentale Inspirationen und also so Ideen, die dem Zeitgeist noch voraus sind, damit wird das in Beziehung gesetzt, während eben das supergalaktische Zentrum, da geht es um Beziehungen auch, und eben auch um eine Vision auch von Partnerschaft, die halt auch eigentlich fast schon eben überirdisch ist, also die auch visionär ist, also wo man etwas erfüllt, was möglich wäre. Und das steht hier halt auch noch ziemlich dicht bei deinem Neptun, ne? Der eben bei 4 Grad Waage steht. Und das heißt, da ist diese Sehnsucht und diese Idealisierung und das alles zusammen, wie gesagt, kann einfach natürlich dazu führen, dass man dann natürlich auch eine gewisse Bruchlandung hinlegt. Selbst wenn es beide gut meinen, also da muss noch nicht mal einer böse Absichten dabei haben, aber also diese massive Idealisierung führt natürlich auch einfach dann ein Stück weit dazu, dass dann vielleicht auch beide gar nicht mehr sehen wollen, in Klammern, was denn eigentlich real ja, für die beiden lebbar ist. Ne? Ja, richtig. Aber das heißt, du hast auf jeden Fall auch eine sehr, sehr starke Inspiration aus diesen beiden galaktischen Zentren, ne, die ja beide an so Übergangspunkten liegen, also wirklich vom hohen Selbst zum mittleren Selbst und eben auch hier vom unteren Selbst zum hohen Selbst. Und das heißt, da ist einfach ein großes Potenzial,
eben auch Themen zu erfassen, die eben der Mainstream noch gar nicht begreift. Ja. Und die dann eben auch in dein Denken und auch in dein ganzes Wesen eigentlich einfließen zu lassen und aber eben auch zu wissen und das vielleicht auch einfach als Entspannungshilfe gelegentlich zu nutzen, zu wissen, ganz vieles von dem, was du machst, was du denkst, was du instinktiv wahrnimmst, ist einfach seiner Zeit voraus. Und du kannst dich da wirklich auch entspannen und mal einen Gang runterschalten, denn es versteht eh noch keiner. Und das heißt, wenn du dir einfach ein bisschen Zeit lässt und da zum Beispiel erstmal noch ein bisschen dann drüber forschst und recherchierst und sich setzen lässt, vielleicht mit einer kleinen Gruppe von Pionieren da schon ein bisschen weiter forschst oder so, dann kommst du auch so nach ein paar Jahren dann auf den Punkt, dass du dann auch was rausbringen kannst, was dann auch ein paar mehr Menschen schon verstehen. Weil eben einfach diese Energien von diesen galaktischen Zentren eben auch wirklich sehr, sehr intensiv sind. Also du hast auch hier im dritten Auge bei 14 Grad Schütze ungefähr steht ja, also hier im 12. Haus, da ist noch der große Attraktor. Das ist noch eine andere kosmische Anomalie, nennen sie es astronomisch, die noch jenseits, also vom supergalaktischen Zentrum angesiedelt ist. Und das wirkt also über deine Intuition auch noch in deinem dritten Auge. Also du hast ganz viel, ich sag mal, visionäres Potenzial. Und das ist eben auch einfach wichtig zu wissen, dass visionäres Potenzial nicht unbedingt in allen Lebensbereichen alltagstauglich ist, sag ich jetzt mal. Das ist wohl, ja, das ist schon klar. Das ist mir schon aufgefallen. Bestimmt. Genau. Genau. Aber dass eben deswegen trotzdem nichts Verkehrtes daran ist. Also du hast Nein. einfach dieses Visionäre und in dem Bereich, wo das auch wirkt und wo du das in deinen beruflichen Kontext stellst oder so, da hat das mit Sicherheit einfach auch sehr viele inspirierende Wirkungen. Aber eben gerade im Bereich Privatleben ist es halt doch wichtig, einfach zu sehen, ja, dass du da auch dann Leute hast, die das zwar erfassen, was du da für visionäres Potenzial hast, aber die vielleicht auch einfach in der Lage sind, dir ein bisschen Halt zu geben, so auch Ja. auf so einer ganz simplen menschlichen Ebene und die dich dann auch dabei unterstützen, eben einfach zu sagen, du jetzt mach einfach mal eine Pause und komm, wir gehen mal spazieren oder so. Ja, also ich Ja. denke, das wäre es so vom Astrologischen her, von meiner Seite aus. Wenn du dazu jetzt akut keine Frage mehr hast, würde ich dann mal zum Human Design übergehen. Ja, ist okay. Okay. Dann schauen wir mal, ob das Bild für dich gerade schon wechselt. Was gewechselt? Okay, also du siehst dein Human Design Chart jetzt, ja? Okay. Aha. Wunderbar. Da ist erstmal wichtig, den Aura-Typ und die Autorität zu verstehen. Hast du dich mit dem Human Design schon mal beschäftigt oder Nein, das ist für ist mich jetzt was ganz was Neues. Das okay. kannte ich noch nicht. Okay. Also das Human Design System ist so 1987 entstanden und in den darauffolgenden Jahren natürlich durch die
quasi Offenbarungen, die ein kanadischer Physiker damals hatte. Interessanterweise ist zu der Zeit auch eine Supernova explodiert, in gar nicht so großer Entfernung der Erde. Und also diese Neutrinoströme, die dadurch freigesetzt worden sind und eben die Erde auch durchdrungen haben, was also auch von Astrophysikern gemessen wurde, soll halt einfach ein extrem hohes Informationspotenzial auf die Erde gebracht haben. Und eben zu dieser Zeit hat eben dieser kanadische Physiker da eben diese Informationen über das Human Design bekommen, die er dann eben so umgesetzt hat. Und er hat eben ein menschliches Energiesystem mit 9 Zentren da für sich bekommen und was eben 4 verschiedene Aura-Typen auch beinhaltet. Und einer dieser Aura-Typen ist eben ein Magnet für Energie. Und dieser Magnet für Energie ist man, wenn das Sakralchakra definiert ist. Und das ist definiert, wenn es eben rot ist und wenn es eine Verbindung hat zu einem anderen Zentrum. Nur dann ist es definiert. Also Zentren sind immer dann definiert, wenn der Kanal zwischen einem Zentrum und einem daneben liegenden Zentrum definiert ist. Definiert werden Kanäle, indem 2 gegenüberliegende Tore definiert werden. Und die Definition insgesamt erfolgt durch die Planeten, die zum Zeitpunkt der Geburt, das sind diese schwarzen Zahlen hier auf der rechten Seite neben dem Chart, und 88 Grad Sonnenlauf vor der Geburt, das sind diese roten Zahlen hier links davon, wo die eben dann Tore belegen. Da sind eben die Zentren oder die Tore erstmal definiert. Und wenn 2 gegenüberliegende definiert sind, wie eben zum Beispiel hier, wo das Tor 29 definiert ist und das Tor 46, das gegenüberliegende. Und da sind dann eben diese beiden Zentren auch definiert. Und dass dieses rote Quadrat, also das Sakralchakra definiert ist, legt den Aura-Typ für dich fest, nämlich dass du ein Generator bist. Und ein Generator ist ein Magnet für Energie. Das heißt also, du hast eine Aura, mit der du ständig das Leben anziehst. Und deine Aufgabe ist es, das, was nicht für dich stimmt, wegzuschieben. Also einfach nur die Dinge anzuziehen, oder zu dir zu lassen, die auch wirklich für dich sind, die dir im Endeffekt gut tun, die dir Freude machen. Und das ist auch sehr interessant, dass der Kanal, der eben dein Sakralchakra definiert und eben auch dein Richtungszentrum hier definiert, das ist der Kanal der Serendipity auch genannt wird, also wo es um glückliche Umstände geht. Und das hat etwas damit zu tun, auch gerade das Tor 26 hat etwas damit zu tun, wo also dich auf das Körperliche auch einzulassen. Also das Tor 46 ist die Liebe zum Fleisch. Also das heißt, also nicht Fleisch essen, kannst du machen, kannst du sein lassen, Nee, ich aber hab's eben verstanden. die Liebe zum Körper. Und Ja. das heißt also, alles, was körperlich ist, ist etwas, was dir Energie gibt. Also ganz egal, ob das eben ist, Sport zu machen oder Liebe zu machen oder einfach irgendwie deine Wohnung umzuräumen oder also alles, was körperliche Aktivität beinhaltet, ist etwas, was dir Energie gibt und eben auch mit
anderen so etwas zu teilen, also was ich eben, also was ich vorhin schon gesagt hatte, da wenn da jemand ist, mit dem du gerne spazieren gehst oder so zum Beispiel, das ist was, was dir einfach auch Energie gibt, was dich einfach unterstützt und was einfach auch einen Teil deiner Richtung definiert. Ein anderer Teil ist hier noch dieses Tor 10, die Liebe zum Selbst. Und was wir vorhin ja auch schon hatten in deinem Herzchakra, also das also mit dem Quaoa und also diese ganze Thematik. Und also das heißt, du hast hier eine Konstellation, die auch genannt wird im Untertitel Ein Design, erfolgreich zu sein, wo andere versagen. Und das heißt aber im Umkehrschluss auch ein Design zu versagen, wo andere erfolgreich sind. Und das heißt, das hängt dann immer von der eigenen Bewusstheit in dem Moment ab. Und natürlich auch, was wir vorhin schon hatten, diese Thematik, auch welche Verbündeten holst du dir Ja. ins Boot? Denn das Interessante ist, das Geld ist ja eigentlich bei dir kein Thema. Also du hast hier diese Linie 4521, das ist die Geldlinie. Das heißt, du hast den Willen, auch Projekte in die Tat umzusetzen und auf deine ganz eigene Weise das zu tun. Und die sind auch erfolgreich. Also du hast eigentlich nicht das Thema, wenn du für dich Dinge machst, und ich komme jetzt noch gleich darauf, wie du Entscheidungen triffst, denn du kannst das natürlich auch alleine tun. Denn deine Autorität ist bei dir das gleiche wie das, was dein Aura-Typ definiert. Das ist nämlich auch das Sakralchakra. Und das heißt, für dich ist die entscheidende Autorität in deinem Leben dein Bauchgefühl. Also, und zwar, dass du wirklich fragst, oder das kannst du auch mit einer Freundin machen, zum Beispiel, dass du sagst, frag mich mal, ob dieses Projekt oder die Zusammenarbeit mit diesem Menschen oder eine Freundschaft oder Beziehung mit diesem Menschen, ob das der korrekte Einsatz meiner Energie ist. Und dann lässt du wirklich dein Sakralchakra antworten. Und zwar antwortet das in Form von aha oder ah-ah. Oder es antwortet gar Ja, nicht. Ja? ich habe da ja auch selber eine Technik. Ich arbeite ja auch kinesiologisch, sodass ich also hier auch Dinge selber fragen kann. Und ich müsste das nur machen, ja, fällt mir gerade auf. Das ist Ja, eine ganz einfache ich Geschichte. kenne die Kinesiologie, aber sie erreicht manchmal nicht diese Tiefe, wirklich diese Sakralchakra-Ebene. Und es ist Ja, schon genau. interessant, das einfach zu üben und zu merken, aha, ah-ah. Und dann einfach zu sehen, der Punkt ist eigentlich nur, dann auch drauf zu hören. Und Genau. es dann auch wirklich zu Nach tun. dem zu trauen und drauf zu hören. Genau, das Genau. dann auch wirklich umzusetzen. Also wenn du dann bekommst, also mit diesem Typen nichts, Ich kriege ganz ja? genaue Informationen. Ich Ja? höre bloß oftmals nicht Genau, drauf. genau. Und das hat was damit zu tun, dass du drei offene Zentren auch hast. Also die meisten von uns haben auch irgendwo offene Zentren. Und in den offenen Zentren sind wir halt konditionierbar und eben auch unter Druck zu setzen. Und was bei dir eben ein ganz, ganz wichtiger Bereich ist, ist hier der Bereich des Solarplexus. Der ist nämlich bei dir hier im Human Design offen. Und das bedeutet, dass du die Emotionen anderer Leute spürst. Also du hast Ja. eigentlich keine eigenen emotionalen Wellen, sondern das, was du wahrnimmst, sind die Emotionen anderer.
Und das heißt, für dich ist zum Beispiel ist einfach ganz wichtig, wenn du merkst, du wirst emotional, dass du rausgehst, dass du dich aus der Situation rausziehst, am besten einfach mal in die Natur gehst, in den Park oder wo auch immer, und ein bisschen zu dir kommst, am besten sogar ganz alleine, weil du dann nämlich aus diesem emotionalen Feld rausgehst und einfach wieder dich Ja. spürst. Und du brauchst Aber, nichts mehr als das. ja, absolut stimmig. Habe ich jetzt Ja. verstanden und jetzt ist es angekommen. Ja, und also diese Verbindung, also dass du einerseits aus deinem eigenen Bauch heraus Entscheidungen triffst und eben wirklich, aha, aha. Und das eben, da du halt ein nicht emotionaler Generator bist, kannst du halt wirklich direkt Entscheidungen treffen aus diesem Sakral heraus. Ja. Und eben, wenn du merkst, du wirst emotional, das sind nicht deine Emotionen. Geh raus, zieh dich ein bisschen Ja. zurück und dann wirst du merken, was deins ist und dann kannst du wiederkommen. Und genauso dein Kopf hier, der ist halt total offen. Und da ist halt auch wichtig, dass du verstehst, in diesen Kopf stellen alle möglichen Leute alle möglichen Dinge rein. Das ist wie ein leerer Dachboden, da werden schnell mal Möbel reingestellt, die gerade einer, wo er sagt, ja, du, kann ich die mal eben hier unterstellen und so. Und da ist halt dann wichtig zu sagen, nö, ich mag das, dass das hier oben so leer ist. Weil du eben da wirklich das Potenzial auch hast, wenn du nicht mit anderen zusammen bist und du dir ein bisschen Ruhe gönnst, dann wird das hier oben ganz still. Also dann hast du wirklich die Möglichkeit, wirklich tiefe Stille einfach zu erfahren. Und das ist natürlich auch was, was dir dann intuitiv Einsichten bringen kann und so weiter. Aber wie gesagt, das Entscheidende ist einfach dieses im Sakralchakra, aha, aha. Und das ist das, wo die Navigation einfach lang geht. Ja. Ne? Und dein Profil ist auch ist ein persönliches Profil. Also das heißt, du hast kein transpersonales Karma, sondern es geht wirklich um dich. Also es geht darum, dass du das tust, was für dich stimmt und nichts anderes. Und das ist dann auch das, was dann anderen auch helfen kann, wo du dann auch ein Rollenvorbild werden kannst. Aber das, was für dich die Grundlage ist, ist dieses Aha und Aha. Weil das ist, an dem alles hängt. Und auch, wo du auch merkst, dann, wenn du zufrieden bist, das ist für dich der Indikator, dass du auf dem richtigen Weg bist, ne? Und wenn du frustriert bist, dann hast du wahrscheinlich die eine oder andere Sache aus deinem Sakralchakra übergangen. Ja. Okay, also das ist eigentlich so die Mechanik deines Charts hier. Und wie gesagt, Geld ist eigentlich nicht dein. Ja, das fand ich, ja, das finde ich sehr interessant, weil jetzt sind mir viele Dinge verständlich und das mit dem offenen Solarplexus-Chakra, das ist mir jetzt absolut klar. Und das ist, ich habe es immer nicht verstanden, was da passiert. Jetzt habe ich es kapiert. Das war ganz wichtig. Okay. Super. Wunderbar. Gut, dann gucken wir uns nochmal die Numerologie an. Und wenn du, weiß nicht, ob du schon mal die Zahlen von deinem Geburtsdatum addiert hast, da kommst du auf eine 22. Und die 22 reduziert sich zur 4. Man kann natürlich auch die 22 für sich
deuten, ich habe es jetzt mal bei dir auf die 4 reduziert. Es ist halt die Thematik, die sich ja im Horoskop auch schon gezeigt hatte. Also der Herrscher, das heißt, es geht um diese Thematik Macht und auch Ohnmacht natürlich, wenn der Herrscher gestürzt wird. Aber gleichzeitig natürlich auch zu sehen, es ist einfach oft eine Rolle, mit der Menschen auch ein bisschen hadern, die, in denen diese Kraft wirkt. Das heißt, ja, es ist einfach auch deine Aufgabe, genau da auf diesem Thron zu sitzen. Also du darfst nicht einfach hergehen und sagen, ach, wir sind doch jetzt alle hier so, haben uns doch alle so lieb und ich stehe jetzt mal auf und wir laufen alle hier so ein bisschen rum und machen Ringelpiez mit anfassen und jeder darf sich hier mal auf den Thron setzen. Und ja, weil dann hast du nämlich genau die Schwierigkeit, dass du dann da irgendwelche Leute sitzen hast, die da überhaupt nicht hingehören. Und die dann die Projekte vor die Wand fahren. Und das heißt, du musst das aushalten, dass du der Boss bist. Und dass du auch eine gewisse Härte haben kannst. Und die du einfach in der Position auch brauchst. Dass du nämlich einfach diejenige bist, die bestimmte Dinge einfach anschiebt und einfach macht. Und dass da auch keiner, und wenn dann einer sagt, ja, du bist aber eine autoritäre Schnepfe oder so, dass du dann sagst, ja, stimmt. Das ist mein Projekt. Ja, und wenn dir das nicht passt, dann bist du vielleicht einfach nicht der richtige Mitarbeiter hier. Ende Gelände. Ja. So. Und dass du da dich auch einfach in dieser Rolle akzeptierst und einfach eben, da ist natürlich, was wir eben gerade gesehen hatten, Human Design, der offene Solarplexus, da bist du natürlich unter Druck zu setzen, emotional. Und dass du dann einfach merkst, okay, wenn dich jemand so anfängt, unter Druck zu setzen und zu sagen, ja, du bist aber diktatorisch oder autoritär oder was auch immer, du bist aber auf dem Machttrip oder so, ne? Und dann, dass du dann wirklich merkst, okay, zum einen, es setzt dich unter Druck emotional und zum anderen, du hältst das aus und du bleibst da und du zeigst einfach da auch, wo einfach dein Platz ist und wo der Platz dieser anderen Person ist. Und, denn, wie gesagt, sonst geraten einfach diese Projekte aus dem Ruder, wenn du nicht diejenige bist, die dann da auch einfach sagt, wo es lang geht. Und das Thema für dieses Jahr, das hatte ich ja vorhin schon angedeutet, ist ja das hier. Also wenn wir die 2013 eben zusammenzählen, dann sind das ja ist das die 6 und dann sind das die Liebenden. Und das heißt, es geht dieses Jahr einfach für dich darum, als diese Herrscherin trotzdem auch in Beziehung zu treten. Und es geht auch darum, eben, das korrespondiert ja auch mit dieser Venus, die jetzt dieses Jahr noch ausgelöst ist. Es geht einfach darum, auch physisch Dinge auf die Erde zu bringen und zu manifestieren. Und das heißt, also auch das, was du gesagt hattest vorhin, Projekt, also mit anderen zusammen und was konkret zu realisieren, das sind einfach Themen auch dieses Jahres. Und das heißt, im Grunde liegt die Spannung für dich da drin, also zwischen diesem Herrscher, der ja manchmal etwas rigide sein kann auch, und diesem fließen lassen, dich öffnen, der Liebenden, dich da so zu navigieren und einfach zu spüren, wo stimmen Dinge für dich, dich da auch auf dieses Bauchgefühl zu verlassen, also diese
diese Menschen, die dir begegnen, wirklich einfach zu checken. Ja, ist das was, was mir gut tut, was mir gefällt oder eben nicht? Und eben, wenn du merkst, okay, da will jetzt jemand diese freundliche Energie der Liebenden nutzen, um hier selber auf den Thron zu kommen oder so, dann weißt du ja, was zu tun ist. Und das heißt, es geht einfach darum, es auch auszuhalten, dass du nicht immer nett bist und dass das auch einfach was ist, was du dir für diese Projekte, die du machst, einfach auch schuldig bist. Also, dass du einfach das so ernst nimmst, dass du einfach sagst, okay, und wenn das irgendjemandem nicht passt, dann ist das vielleicht auch einfach nicht die passende Person für dieses Projekt. Ja. Oder ist einfach auch ein schöner Raum ja zum Spielen, ne? Also mit Ja, den genau. Liebenden und einfach dich auch als diejenige zu erleben, die auch einfach Impulse setzt und auch einfach Verantwortung übernimmt, denn das wird ja von unten gern dann auch so gesehen, oh, die sitzt da auf ihrem Thron und aber dass du ja auch die Verantwortung trägst, das ist ja auch einfach ein Aspekt davon, der dann gern von Leuten, die nur mal ein bisschen rumnörgeln wollen, auch übersehen wird. Jo, also das Ja. wäre es von meiner Seite. Hast du gerade abschließend noch eine Frage? Oder also zu dem, was ich jetzt bisher so ausgeführt Nee, habe? ja, das hast du mir sehr gut beantwortet. Ich habe so viele Dinge jetzt für mich auch, hat sich so ein bisschen wie ein Puzzle zusammen gesetzt, auch mit dem, auch jetzt die zwei Karten da dabei, finde ich eine klare Geschichte, der ich mich einfach auch insgesamt stellen, auf der einen Seite auch stellen will, auf der anderen Seite stellen muss, die ich manchmal selber, aus welchen Gründen, da spielen ja auch alte Vorstellungen und angelernte Vorstellungen, die man da so aus seinem Familiensystem mitgebracht hat, Klar. und so ein alte Geschichten und auch alte Ego-Sachen spielen dabei natürlich auch eine Rolle. Was Okay. man so gerne, also dass man, also die Herrscherposition ist auf der einen Seite eine sehr schöne, auf der anderen Seite aber auch wieder eine keine Position, mit der man, also es ist eh eine Position, mit der man so ein bisschen alleine ist, ne? Klar, oben ist die Luft Ja, immer dünn, ne? für diesen Teil da oben bist du dann erster Mal und das ist auch auszuhalten. Genau. Aber deshalb finde ich das nochmal sehr schön, auch die Karte mit den Liebenden drückt ja, hat ja mehrere Aspekte, die da drin sind. Genau. Und das finde ich sehr schön. Das hat mir jetzt hier zu dem anderen, auch was ich noch nicht kannte, mit der Persönlichkeits Geschichte, die fand ich für mich nun jetzt am deutlichsten, was eben gerade mein, wenn du so willst, meine offene Stelle betrifft, auf die ich einfach mehr achten muss und wo ich bisher noch nicht so genau wusste, wie ich drauf achten soll. Jetzt habe ich es kapiert. Okay. So, Das ist toll. ich schalte jetzt hier mal einfach aus und dann machen wir mal das Feedback. Ich schalte mein Video dann nicht Ja. ein, ja? Okay. Ja, Käthe, wir haben jetzt ja eine ziemlich lange Sitzung gehabt. Wie ist denn deine Rückmeldung jetzt dazu, was hat sich für dich da ergeben?
Also ich fand es sehr interessant. Hätte ich nicht gedacht, dass es so interessant wird, wie es dann doch geworden ist. Obwohl ich ja das genau diese Hoffnung hatte, dass ich neugierig war und gesagt habe, schau doch in diese Dinge, diese Einzelnen, die du gesagt hast, die Einzelnen aus unterschiedlichen Richtungen her an. Ich kenne schon astrologische, also habe schon astrologische Beratungen bekommen. Was für mich heute hier so besonders war, war dieser Zusammenhang, nachdem ich ja auch gesucht habe. Was ist der Hintergrund für das, was da nicht so immer so passend ist? Wie sind da so die Aspekte, auf die ich selbst achten muss? Und da fand ich das schon natürlich, hatte ich ja gesagt, besonders interessant, diesen Solarplexus-Aspekt, der auf der einen Seite ja durch meinen Diabetes mir ja deutlich macht, ich habe ja sowieso so einen komischen Diabetes, der eigentlich nicht so gewöhnlich und normal ist, sondern der genau auf diese emotionalen Dinge reagiert. Also es ist nicht das Essen, was bei mir eine Rolle spielt, sondern es ist genau dieser emotionale Teil. Wenn ich mich mit dem wohlfühle, ist mein Diabetes, da kann ich Eis essen und sonst was, ist alles in Ordnung. Wenn ich in den Stress komme, wenn ich in die Belastung komme, dann reagiert er, sodass ich schon gesagt habe, eigentlich will ich meinen Diabetes gar nicht, überhaupt gar nicht loswerden. So tollen Melder für meine Stresssituation und wenn ich, dass ich auf etwas achten muss. So einen tollen Melder, wer weiß, ob ich den nochmal so schick hinkriege und vor allen Dingen so unkompliziert hinkriege, der also ansonsten sehr gut ausgeglichen und mich überhaupt nicht krank fühlen lässt. Also sowas habe ich, solche Empfindungen habe ich dabei überhaupt nicht, sondern und auch meine Umgebung guckt mich immer zwischendurch an. Was hast du? Ja, ist bei dir nun gar nicht zu sehen. Ja, also und dass ich das jetzt auch in dem, was du erzählt hast, diesen Zusammenhang gesehen habe zwischen eben gerade in diesem Bereich des Solarplexus und der Bauchspeicheldrüse, dass dort das so eine doppelte Geschichte ist. Es ist eine Sache, auf die ich aufpassen und es ist zugleich auch eine Sache, die sehr viel Kraft und Potenzial enthält. Und das ist etwas gewesen, was mir vielleicht so bisher nicht bewusst gewesen ist und ich es jetzt natürlich ganz anders nutzen kann. Und dafür danke, das war super. Mir hat es sehr, sehr viel gegeben, auch für mein Projekt, was ich jetzt so vorhabe. Ich habe es Gott sei Dank gerade in den letzten Monaten erreicht, so ein Gefühl von Stimmigkeit in mir zu haben. Wenn ich mich vielleicht früher noch mit meinen 12 bis 15 Stunden Sprechstunde manchmal überfordert gefühlt habe, habe ich jetzt so ein Gefühl, dass ich eigentlich in der Praxis, egal wie lange die dauert, egal wie viel da ist, man mich gar nicht mehr überfordern kann, sondern dass ich mit so viel Spaß das mache, so viel Freude mache, vielleicht, weil ich jetzt eigentlich drin bin, dass ich es mir also wirklich als Spaß erlauben kann, diese ganzen Sachen zu machen und auch diese Arbeit zu machen. Und die erfordert eine ganze Menge an, ja wirklich an Halt geben für die, die zu mir kommen. Die kommen, um diesen Halt zu kriegen, um das zu bemerken und zur gleichen Zeit sich aufgrund dieses einfachen Haltens
sich selber entwickeln zu können. Und das, ohne dass ich mich hier verausgabe, sondern dass ich einfach nur dieses Stückchen ja, an Informationsaustausch und an Tragen, auch an Ertragen zeigen kann und geben kann und es zur gleichen Zeit auch für mich, zur gleichen Zeit jetzt auch für mich nutzbar machen kann. Das macht mir die Geschichte hier, hat mir das jetzt nochmal deutlich gemacht und damit bin ich für die nächste Zeit ganz ruhig. Aha. Also wir hatten den Solarplexus-Bereich, wir hatten dein Projekt. Also gab es irgendwas so, wo du das Gefühl hattest, ja, da habe ich mich gesehen gefühlt oder in dem? Also nachträglich muss ich wirklich, wenn ich das alles angucke, feststellen, es gibt kaum einen Bereich, wo ich mich nicht gesehen gefühlt habe. Ich habe mich von Anfang bis Ende wirklich gesehen gefühlt und nochmal tatsächlich so offengelegt gefühlt, wie ich es auch haben wollte. Das war mir ganz wichtig, es nochmal, mich nochmal in allen den Facetten bemerken zu können, sehen zu können und auch diese Stellen, wo ich dann auch nochmal nachgefragt habe, nach dem, wo praktisch die blinden Stellen sind und die verletzlichen Stellen sind, aber vor allen Dingen die blinden Stellen, die du gesagt hast, also mit meiner Venus und dem Neptun und diesem Bereich, der mit der Sehnsucht zusammenhängt und aufgrund der Sehnsucht letzten Endes immer wieder die Gefahr birgt, aus der Klarheit sich herauszubegeben und der Sehnsucht nachzugeben. Mhm. Und das war für mich nochmal wichtig zu bemerken, auch dann in dem Darstellung des Solarplexus, des offenen, emotionalen Solarplexus, mit dem ich alles wirklich anziehe. Und da muss ich dir recht geben. Das ist das, was ich in letzter Zeit immer mehr bemerkt habe, dass ich ganz intensiv in ganz intensive Gefühlswelten reinsteige und wenn ich gucke, und das ist dann auch die Gefahr, die ich habe und merke und bemerkt habe, ja genau, wenn ich in diese Gefühlswelt reingegangen bin, bin ich eigentlich reingefallen, weil es nicht meine war, sondern weil ich hier das genommen habe von den anderen und ja, wenn du so willst, mich vielleicht auch ein bisschen darin wohlgefühlt habe. Und jetzt habe ich bemerkt, worin die Gefahr besteht. Und das ist mir eine ganz, ganz wichtige Information gewesen. Also dafür bin ich dir besonders dankbar. Mhm. Ja, freut mich. Freut mich. Gibt es sonst noch was, was dir gerade einfällt? Das du zum Schluss gesagt hast, also zu dem Projekt und zu dem Jahr, das lässt mich viele Dinge wirklich jetzt gelassener und ruhiger angehen. Es ist ein Riesen- und ein Hammerprojekt, hast du ja gesagt. Klein, klein ist bei mir nicht. Das geht bei mir nicht mit klein, klein. Das fand ich auch noch mal gut, die Bestätigung. Das sagen wir ja auch immer alle. Also mit klein, klein ist nichts. Und aber dass ich das hat mir nochmal Sicherheit gegeben, das wirklich auch anzugehen und auch sicher zu sein, dass ich so stehe. Und mit den Aspekten, die ich da jetzt alle zur Verfügung habe
und nochmal bemerkt habe, was da an großen, um das Lagerfeuer an großen Sachen drumherum sitzen, die alle bereit sind, sich einzugeben in das Gesamtprojekt, also dieses Berater, innere Beratergremium zur Verfügung zu haben. Das war, fand ich, nochmal sehr gut und das gibt mir eigentlich Ruhe und Gelassenheit, diese Sache anzugehen, wo andere vielleicht Angst haben würden. Ja. Ja klar, du hast ja auch im Design diesen Kanal Erfolg haben, wo andere versagen. Also dass der einfach verbunden ist auch mit deinem Unterbewusstsein. Und das heißt, wenn du das Ding durchziehen willst und wenn da wirklich auch einfach aus deinem Bauch, letzten Endes geht es wirklich bei allem, was du machst, es muss dir Spaß machen. Und das ist ja auch, Ja, ne? Wenn es für dich sich genau. gut anfühlt, wenn da kommt, aha, ja, auf geht's, ja, dann ist es gut. Und wenn nicht, Richtig. ja, alles, was das, was Habe ich, macht, ne? ne, haus weg. Genau, das ist weg. Und das ist das Projekt darüber, da arbeitet es ja schon die ganze Zeit. Da war ich immer mal zwischendurch in Frage gestellt, aber es ist so. Es ist natürlich, wie du sagst, es ist ein Projekt, was, wenn du so willst, vor 2 Jahren hätte ich es überhaupt noch nicht mit einem Namen nennen können. Da haben die mich alle angeguckt und haben gesagt, bist du, wo bist denn du? Ja, also das hat doch überhaupt keine Realitätsposition und ich wusste genau, das wird die Entwicklung sein, ich bin mir sicher. Und deshalb bin ich da dran geblieben und jetzt ist es soweit, dass es annehmbar wird, auch für die Umwelt, weil es nützt ja nichts, wenn da irgendwas davor prescht und die Umwelt nimmt nicht an und macht nicht mit. Das ist ja schon notwendig, dass du zumindest einen Teil an Leuten gewinnen kannst, die sagen, okay, du bist nicht eine große Spinne. Ja, sondern es ist, hier lässt sich, das ist wirklich ein Stück Realität jetzt geworden. Und das ist das, was sich für mich einfach so stimmig anfühlt. Ich kann gar nicht anders. Das ist jetzt so, dass ich gar nicht anders kann. Das geht nicht anders. Das muss so. Und deshalb nehme ich es. Okay. Gut. Gibt es sonst noch irgendwas, was du zu der Sitzung jetzt rückmelden möchtest, was dir gerade noch so einfällt? Also mir hat's gut gefallen, auch wie du das so dargestellt hast und wie du die Zusammenhänge gemacht hast. Es ist ja erstmal ein bisschen für einen ADHLer ein bisschen verwirrendes Bild im ersten Moment, aber es ist ja immer nur der erste Moment. Wenn man eine Weile drauf guckt, macht es plötzlich Zing und dann sieht man die Zusammenhänge. Und das fand ich für mich gut dargestellt und da kam ich gut mit zurecht. Ich konnte mich damit wohlfühlen. Danke. Das freut mich. Freut mich. Und dann, deshalb kann ich es natürlich, werde ich es auch weiterempfehlen, muss ich einfach auch so sagen. Ja, das freut mich natürlich auch. Okay, also dann wünsche ich dir ein Gut. ganz, ganz tolles 2013 mit allem, was du da vorhast. Und hast ja gesehen, also die Sterne sind auf jeden Fall auf deiner Seite. Ja, und das wünsche ich dir auch. Danke dir.